Alles, dass ich das gut heiße. Passt, okay, Schnittgeräusch haben wir. Dann sage ich Prost, die Dame, Prost, die Herren. Prost. Prost. Willkommen beim 300. Viertacher Podcast. Yeah. Stimmung. Und wir sind in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Heute ist April, nein, doch. Ja, doch. Weiß jemand da, wie viel der? 11. April 2017. Es sind ganz viele Leute hier. Wir haben den 300. Podcast. Wir freuen uns über unsere Unterstützung von Voconic.com, Klebemonster, Flatterer, Patreonen und Feedbackler und alle anderen. Und ich kann vom Jörg etwas ausrichten. Er lässt ausrichten. Viele Grüße. Und damit ist der Podcast eröffnet. Ich werde mich heute sehr zurückhalten, weil so viele Gäste da sind, die alles sicher was sagen wollen. Und ich beginne vielleicht mit einer Vorstellung. Kann sich dieser schweigsame Mann vielleicht kurz vorstellen? Hallo, ich bin der Hopp. Hallo, ich bin der Thomas. Karl. Ich bin der Dennis. Ich bin der Renate. Der Stefan. Der Bernd. Ich heiße auch Stefan. Und ich bin der Rast. Ui, wir haben zwei Stefans. Das wird schwierig. Bernd, ich meine, es gibt ein 4chan-Äquivalent auf Deutsch, das heißt Crowd-Chan, und die heißen statt Anonymous auch ja. Bernd. Die heißen alle Bernd. Okay, okay. Na gut, ich habe ein kleines, schöner Leben-Thema. Und sonst habe ich eigentlich keine großartigen Themen mitgebracht. Ich kann nur erzählen von einer Facebook-Gruppenwanderung. Und ja, dass ich wieder auf Torchlight 2 reingekippt bin, das ist ein Computerspiel. Hast du vielleicht etwas, Dennis? Ja, aber nur für den Notfall. Ja, falls, wir haben Notfall. Falls wirklich wir noch Laufzeit brauchen, um auf die 12 Stunden zu kommen. Was hättest du dann? Eventuell, ich war bei der Polizei und habe eine Zeugenaussage machen müssen. Sehr gut. Okay, hast du etwas? Okay. Thomas, hast du uns etwas mitgebracht? Was hast du getan seit dem circa Monaten, was du uns das letzte Mal besucht hast? Wann war ich letztes Mal da? Welche Episode war das? Das müsste ja noch eine 200er, wenn nicht gar eine 100er gewesen sein. Okay. Und jedenfalls unter 300, ne? Ja, unter 300. Das muss eine 250 oder sowas. Hast du in der Zeit neue, tolle Free-Software-Projekte aus dem Boden gestampft? Oder? Ich glaube nicht, keine Ahnung. Müsste man schauen auf GitHub oder so, keine Ahnung. Ja, ich habe, glaube ich, erst heute oder gestern haben wir das ausgemacht, dass wir auch vorbeischauen. Mhm. Hier, also habe ich keine Themen vorbereitet. Boah. Ich werde dann einfach einbringen. Du wirst dich einbringen, okay. Hopp, hast du etwas, wo du... Nein, ich wollte nur anstoßen. Wirst nur anstoßen. Passt. Beitrag erledigt. Ich kann kurz über Microsoft kranken. Aber bitte, kranken. Ist damit auch schon wieder erledigt. Super. Okay, Stefan, hast du etwas für uns? Nein, ich bin nur zum Bier trinken. Bist nur zum Bier trinken. Das ist okay, sich's. Hast du etwas für uns? Bin auch zum Bier trinken da. Wir könnten sonst noch über Canonical reden, die Unity eingestampft haben, aber... Ja. Da sollten wir echt jetzt mal anstoßen. Prost! Ende von Prost. Unity, ja. Gut, schau, wir können jetzt auch anstoßen. Das ist für die Akustik im Audio-File ja. ganz schlecht. Bitte, ich mache darauf aufmerksam, dass der Stefan jetzt extra woanders ist, weil wir vom Klebemonster gerückt worden sind für unsere Schmatz- und Klirrgeräusche. Deshalb gibt es ab sofort kein Essen mehr im Podcast. Also, zumindest nicht am selben Tisch. Ja, zumindest heute. Ne? Genau. Die Hörer dürfen natürlich nach wie vor während dem Podcast hören essen. Noch, ja. Okay, und Stefan ist jetzt ganz, ganz weit weg von uns. Wie viel sind denn 300 Folgen in 100 Jahren? Es waren ca. 5 Menschenjahre und das mal 7, oder? So, ein Hund wäre jetzt 35 Jahre alt. Und wie viele von diesen 5 Jahren habt ihr wirklich Bier getaucht? Ein halbes. Wir haben zweimal Bier wirklich in einem Brunnen getaucht, weil es heiß war, ganz am Anfang. Später haben wir es aber auch noch gemacht, da war ich nämlich dabei. Haben wir dann noch einmal Bier getaucht? Wir haben da sogar eine Stofftasche genommen und da das Bier, ja, das war meine, die Dose, ja. Die war dann kaputt. Wirklich? Ja, aber so am Anfang. Ja, ja. Tauchen. Ja. Das Bier tauchen überhaupt.
Da nimmt man die Flaschen bzw. Dosen, tut sie in eine Tasche rein und dann ab in den Brunnen zum Kühlen. Und wenn man sie dann trinken möchte, holt man sie wieder raus. Ach so, okay. Interessant. Wir haben uns im alten AKH getroffen. Demnächst wieder, es wird ja schöneres Wetter. Genau. Aber reden wir nicht über das Wetter, reden wir über dein schöner Lebenthema. Mein schöner Lebenthema. Okay, ich fange gleich an. Ich war am Samstag zu Hause und habe Computer gespielt. Torchlight 2. Das war schöneres Leben. Und dann habe ich gedacht, okay, das Leben ist schön, aber es ist nicht sehr sozial, weil ich habe im Singleplayer-Modus gespielt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das geht nicht. Ich muss am Sonntag irgendwas Soziales tun. War aber zu nerdig, um jetzt Leute anzurufen oder irgendwie soziale Beziehungen zu pflegen. Das war mir dann doch zu aufwendig. Und dann habe ich das von meinem Computer aus gemacht, indem ich auf Couchsurfer.com geguckt habe, was die für Public Events gepostet haben, waren auch auf Meetup und da war eine Facebook-Gruppe namens Die Stravanzer und die haben eine Lobau-Wanderung organisiert. Am Sonntag. Am Sonntag, ja, und da habe ich gedacht, cool, ja, Sonntag, war nur draufklicken und bin schon dabei und das war dann auch wirklich sehr nett. Also die Lobau ist ein großes Donauauen-Naturschutzgebiet bei Wien. Und da ist man mit einem Bus hingefahren und schon der Bus war so ein sehr babylonisch, also mit ganz vielen Sprachen, Italiener, Russen und alles drin, habe ich schon gewusst, yeah, super. Und wir waren dann, das ist, bitte nachlesen, ich werde es verlinken, ich glaube 127 Leute aus 37 Nationen waren dort. Das war eine sehr große Gruppe und 6 Hunde und es wurde dann so ein Spaziergang gemacht, also wir sind circa 4 Stunden gegangen und 3 Stunden am Schluss in einem Restaurant gehockt und haben Bier getrunken. Und Wetter hat gepasst. Wetter war super, Frühling war super und das Nette war, du gehst und es waren sehr wenig langweilige Österreicher und sehr viele nicht langweilige halt Leute aus aufregenden fremden Ländern wie Afghanistan oder Indien. Kann man das so verallgemeinern? Österreicher waren in der Minderheit. Ja. Aber dass die alle langweilig sind? Ja, ich habe mich mit ein paar Wienern extra unterhalten und wir waren uns so einig, ja, ist das leiwand. In Wien waren dann mit ganz wenig Wienern, also wir waren total happy. Wir wollten das auch nicht, man sollte das nicht weiter sagen, aber was ich hiermit nicht mehr getan habe. Hast du Interviews aufgenommen? Nein, dazu war ich eine Spur zu faul, aber ich habe Visitenkarten ausgeteilt und möglicherweise sogar einen Kunden gekriegt. Also ich mache auch Kurse für Leute, die so schon erwachsen sind. Also für mich war es ganz, ganz erfolgreich. Und das Nette war, man geht halt spazieren und oder wandern und immer wieder wurde so eine kleine Pause gemacht und dann hat jemand verlesen, also das ist der Napoleonstein, hier hatte Napoleon sein Hauptquartier. Und dann hat jemand anderer kommen müssen und dasselbe nochmal auf Englisch übersetzen für die Leute, die nicht Deutsch konnten. Und dadurch hat es immer wieder so Pausen gegeben, wo sich das alles wieder gemischt hat. Und sie haben die Facebook-Gruppe, die Stravanzer hat noch einen Fotowettbewerb laufen gehabt, also die Leute haben auch fleißig fotografiert und die Fotos dann auf Facebook gestellt, um halt die schönsten Fotos irgendwie prämiert. Und das Nette war halt, dass man immer wen zum Reden gehabt hat und wenn es am Fahrt wird, lässt man sich ein bisschen zurückfallen oder geht ein bisschen weiter und redet mit irgendwem anderen. Man hat eigentlich genug zu tun, mit zu fragen, wie, where you come from. Und das war eine Facebook-Gruppe oder eine Meetup-Gruppe? Es war eine Facebook-Gruppe, aber sie haben sie in Meetup, Couchsurfer und noch ein paar anderen Social-Netzwerken gepostet. Also es hat sich gut verbreitet. Die Links gibt es dann dementsprechend in den Shownotes. Gibt es in den Shownotes, ja. Oder man sucht in Facebook entweder meinem Stream oder Die Stravanzer heißt das. Die Stravanzer Wien. Deutschen Hörer, wie buchstabiert man Stravanzer? Stravanza. Achso, ich habe mal ER am Ende, aber Stravanzer. Stravanzer, ich glaube Stravanzer. Ja. Stravanzen ist ein Verb und heißt so herumzugehen. Und hast du mit allen 126 anderen? Nein, ich war sowohl marketingtechnisch als auch flirttechnisch sehr bescheiden unterwegs. Also ich habe mit vielleicht 5 Leuten ein näheres Gespräch, also ein etwas längeres Gespräch geführt und nach circa 2 Stunden war ich dann so ein bisschen müde und habe mich einfach zutexten lassen von jemandem und das war auch okay. Zutexten? Ja. Aber ich war sehr froh, so über Wandern und das Gasthaus hat geheißen Roter Hirs und genau, damit schließe ich mein schöner Lebensthema ab. Ich habe jetzt ganz schön gelebt, ich weiß nämlich, was ein böhmisches Schnitzel ist. Das ist ein Schnitzel im Kartoffelteig. Das schaut so aus wie so ein Kentucky Fried Chicken, aber als Schnitzel. Interessant, meine böhmische Mutter, Oma hat immer ein Schnitzel gemacht wie normale Schnitzel. Wiener Schnitzel, ja. Ja, das heißt auch böhmische. So wie Mailänder Schnitzel. Ich glaube nicht, dass irgendein Mailänder weiß, was ein Mailänder Schnitzel ist. Das ist nämlich ein. Das ist das Wiener Schnitzel. Das ist ein Wiener Schnitzel mit Nudeln. Ah. Und Tomatensauce. Okay. Es gibt ein Wurst, das heißt Wiener Wurst oder sowas. Wiener.
Ja, Wiener. So wie es Frankfurter gibt. Ja, und das sind so kleine. Ja, aber die Wiener Wurst ist nicht das, was Wiener Würstchen sind. Ja, das ist normal. Ja, Wiener aufgeschnitten ist, ist was anderes. Ja. So mehr so extra wurstmäßige Sache. Ne? Na, weil der Dennis gemeint hat, dass es so wie es Frankfurter gibt. Aber die Wiener nennen die Wiener Wurst Wiener Wurst. Wir reden nicht von den Wiener Würstel, das sind die, was als Frankfurter machen. Die sind so länglich. Ja, aber es gibt auch noch. Wiener Wurst ist so eine Art Wurst zum Aufschneiden. So eine sehr große. Wie soll man das beschreiben? In Amerika sind die Wiener Würstel so kleine Würstelchen. Ja, das sind bei uns die Frankfurter und in Frankfurt die Wiener. Und in Deutschland. Aber die Wiener Wurst in Wien ist wieder was anderes. Ist alles nicht relevant. Und ich frage nur vorher, kommen alle? Wenn ich fragen darf. Wer jetzt hier, die hier sind? Die alle, die ich nicht kenne. Ah, genau, bitte. Also. So, ich komme aus Kalifornien, vom Silicon Valley. Und der Dennis weiß ich schon. Ja, ich komme aus Köln. Und neuerdings aus Wien. Ich komme wirklich aus Wien. Ja. So alterdings aus Wien. Ich komme auch aus Wien. Ja. Aus dem südlichen Niederösterreich. Südliche Niederösterreich. Burgenland. Nein, Niederösterreich. Zum Burgenländer haben wir hier. Ja, ich komme aus dem Burgenland, bin jetzt aber in Wien. Und ich bin aus dem Waldviertel ursprünglich und auch in Wien. Noch? Aus Wien. Aus Wien, okay. Dreihundertste Folge und zum ersten Mal entsteht ein peinliches Schweigen. Ist auch einmal Zeit. Dein Gedächtnis ist zu kurz. Okay. Ja, sonst war es mir nie peinlich. Die interessante Frage ist, sind die Leute, die so interessant sind auf so einem Wanderung, sind die interessant, weil sie die Art von Menschen sind, die durch die Welt reisen, oder sind sie interessant, weil sie ganz normale Menschen sind, die daheim auch langweilig werden? Das kann ich nicht beurteilen, weil ich die Leute ja nur hier kennengelernt habe. Eben. Ich fahre ja nicht mit und schaue, wie sie zu Hause sind. Glaubst du nicht, dass das stinknormale, langweilige Wiener, wenn sie in Afghanistan Couchsurfen täten, auch interessant wären dort? Ja, das habe ich sogar mit dem einen Wiener beredet, dass wir im Ausland wesentlich lustiger sind als Wiener und man zu Hause krantelt. Aber ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass der richtige Wiener trägt also ein gewisses grundkrantiges Gesicht herum. Also so wie du, wenn du fröhlich bist. Nur ja. Genau. Und das macht halt ein bisschen schlechte Laune. Ne? Ist aber auch in einer Millionenstadt oder so, da bist nicht zu jedem freundlich, weil sonst wirst du sofort anquatscht von diversen seltsamen Typen. Also es macht auch ein bisschen krantig in einer großen Stadt leben. Aber in Wien ist halt speziell diese Grundkrantigkeit, obwohl man eigentlich nicht wirklich einen Grund dazu hat, weil die Lebensqualität ja sehr hoch ist. Und ich denke, dass speziell Touristen oder Durchreisende oder Expats, die halt seit kurzem hier sind, das noch nicht haben. Die sind noch nicht so eingewienert, dass sie so herumrennen. Und das macht halt einen gewissen... Alles neu, alles anders. Ja, diesen Spaßfaktor. Die sagt jedes Mal, wenn sie irgendwo Urlaub gemacht hat, boah, die sind dort voll nett. Und ja, sie ist aus Wien. Genau, sie ist aus Wien, aber eindeutig, sonst könnte man sowas niemals sagen. Ja. Also ich vermute schon, dass im Prinzip der Level an Unglücklichsein überall gleich hoch ist, wenn man es über die Bevölkerung rechnet. Ja, bekannterweise normalisiert sich ja das Glücksgefühl. Genau. Das Glücklichsein. Na ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute in Nordkorea so glücklich sind für die Leute. Oh ja, sind sie definitiv. Nach genug Zeit fühlst du dich normal. Du musst das positiv sehen, die haben eine kürzere Lebenserwartung und dann sind es weniger Tage unglücklich als dann. Und sie freuen sich über jede Kleinigkeit. Ja. Da gibt es eine ganz bekannte Studie, du kannst einen Menschen, der gestern in der Lotterie gewonnen hat, fragen, wie er sich fühlt, und der wird sehr, sehr überschwänglich glücklich sein. Und dann kannst du am selben Tag jemanden fragen, der am Tag davor die Diagnose Krebs 2 Jahre Lebenserwartung bekommen hat, und der wird total und zutiefst betrübt sein. Und ein halbes Jahr später dieselben Leute wieder fragen und sie werden ähnlich glücklich sein. Du hältst einen Nicht-Normalzustand emotional auch nicht sehr lange durch. Also irgendwann pendelst du dich ein. Aber was natürlich auch für uns als Wiener ein bisschen ein Problem ist, weil die sind nicht jetzt schon wieder irgendwie Wien die lebenswerte oder eine der lebenswertesten Städte? Schon wieder, ja, furchtbar, ja. Also wohin, wenn sich das normalisiert, wohin willst du dann noch? Ich meine, wie willst du noch aufsteigen? Das ist immer im Vergleich zu anderen Städten. Ja, aber das meine ich ja. Du kannst wenn ich die Wiener sage, dann kannst du nirgends hinfahren. Überall ist noch geschissen als bei uns. Ja. Ja.
jammern auf hohem Niveau. Aber es sind ja also Studien, die alles durch einen gewissen Filter betrachten und gewisse Abstraktionen einführen, weil Lebenswert. Ich glaube, die Fragen bei der Mehrzahlstudie, die da immer zitiert wird, werden auch immer nur stellst. Manager gefragt und so ganz wichtige Leute. Manager sind schlauer als Personal. Richtig. Also wenn du eine Studie machen würdest in der U6, würde sich da eine andere Werte rausgehen. Da sind sicherlich auch einige Manager dabei. Ja, und damit machen wir einen Schwenk zum nächsten Thema. Danke für die Anmoderation. Stefan. Stefan, hast du schon fertig gegessen? Schluck, Schluck, Schluck. Ja, ich habe was zu feiern. Bitte, erzähl uns. Panoptikum hat mit heutigem Tag 200.000 Episoden. Wow, also alle Podcasts dieser Welt insgesamt, die du archiviert hast, also gescannt hast. Die ich bisher gescannt habe. Ich habe noch Potenzial, aber es geht dahin, heißt das. Und das Zweite, was wir die Woche gemacht haben, ist mit einem Bekannten zusammen, mit dem Ramon, einen Chatbot veröffentlicht. Hoho! Panoptikum ist jetzt auch auf Facebook. Du kannst auf Facebook den Panoptikum Chatbot nach Podcasts fragen. Wow. Und der gibt dann gezielte Antworten? Noch nicht besonders gezielt, ja. Weil er noch nicht sauber an die Suchmaschine angebunden ist, aber an die Datenbank ist er schon einmal angebunden. Mhm. Und du kannst dann dort auch auf einen Player klicken und das abspielen. Das habe ich recht interessant gefunden. Facebook ist in gewissen Belangen offener, als ich dachte. Also sie schreiben dir relativ wenig vor, was du dort als einbettest in diesen Chatbot. Du hast dort die Möglichkeit, Webviews zurückzugeben, was im Prinzip HTML-Komponenten, in denen drinnen stehen kann, was du willst. Du musst nur einmal durch einen Review-Prozess durch am Anfang. Manche können es natürlich später auch wieder reviewen. Ja. Aber du musst am Anfang durch einen Review-Prozess durch. Muss ich dir sagen, das kann bis zu 5 Werktage dauern. Das hat bei uns keine 5 Minuten gedauert, und wir waren durch. Was uns sehr überrascht hat. Also technisch funktioniert es überraschend einwandfrei. Und wie, und dieser, wenn ich jetzt in Facebook Panoptikum anchatte, antwortet immer der Bot, oder kann das manchmal auch du sein? Oder gibt es noch so eine Warnleuchte? Da antwortet immer der Bot. Das äußert sich so, dass es du im Prinzip an den Messenger-Account einen API-Endpunkt dranhängst und an dem muss halt eine Web-Applikation antworten. Und das, was die antwortet, wird dann wieder durch Facebook durchgepiped, eventuell noch grafisch aufbereitet. Also man gibt da JSON-Strukturen zurück, das können auch nur Buttons sein oder nur Bilder oder so. Also du könntest ja auch so programmieren, dass er nur in GIF-Bildern antwortet. Zum Beispiel. Das gibt es übrigens auch so als Gag. Ich weiß nicht, ob du das jetzt explizit gemeint hast, weil du das schon gesehen hast, aber genau das. Ich habe mal über einen Roboter gelesen, der das macht. Ja. Und das ist eigentlich relativ einfach. Also, das, was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dein Webservice sollte halbwegs standfest sein. Weil jegliche Links, die du da drinnen zum Beispiel angibst, werden auch automatisch von Facebook vorgecached. Und zwar von 5 unterschiedlichen Servern von Facebook vorgecached. Das heißt, für jeden Link, den du reingibst als Antwort, kriegst du 5 Requests von Facebook instantan quasi zurück, wo sie das 5-mal sich wiederholen. Könnte ich mir damit nicht an einen Bot schreiben, der dauernd meine eigene Firmenseite anfragt, um die... Das machst du auf die Art und Weise, ja. Und dann irgendwelche Google-Page-Ranks hinauftreiben? Google ist nicht wurscht. Zudem, wenn sie cachen, ist ja zwischen. Das bedeutet also, jeder, der anschließend die Seite ansurft, wird bei dir nicht mehr gezählt. Mhm. Andere Frage, wie weiß so ein Facebook-Bot, ob er nicht mit einem anderen Facebook-Bot chattet? Weiß er nicht. Aber ein Facebook-Bot kann prinzipiell nicht, kann der von sich aus aktiv werden oder reagiert der immer nur auf Chat-Anfragen oder auf Messages? Der reagiert immer nur auf Anfragen. Ja. Und damit erübt sich die Frage, weil wenn der Bot nicht von sich aus eine Nachricht schicken kann, dann kann diese Konversation keiner der beiden Bots ansteuern. Du kannst das im Prinzip über das Webinterface von vorne wieder machen. Du kannst deinen Bot wieder von vorne in Facebook hineinfiltern, aber du darfst das nicht. Das heißt, ich darf nicht einen Bot machen, der Selbstgespräche führt, der in eine Webseite fällt, die dann wieder ihn fragt. Du darfst nicht einen Bot machen, der einen Facebook-Account hat, an und für sich, sondern nur Menschen dürfen Facebook-Accounts haben. Und das geht auch. Und Bots so gehen nur auf Facebook-Pages, oder? Ja, die hängen da dahinter dann. Und das sind Messenger-Accounts dann dort. Aber du darfst auch zum Beispiel nicht eine zweite Identität dir einfallen lassen, der dann einen zweiten Facebook-Account hat. Da bist du schneller geblockt, als du schauen kannst, wenn sie das rausfinden.
Und hast du nicht Angst? Nein, ich meine, ich erinnere mich nur an die Microsoft Chatbot, wie hieß es wieder? Dieser mit der künstlichen Intelligenz, der. Ja, ja. Unsere ist nur künstlich und nicht intelligent. Okay. Das ist gut. Sonst wenn man. Ja. Und also Facebook tut ja an und für sich nichts. Du musst ja wirklich alles selber schreiben, in der Ecke. Also die reichen nur die Requests durch und reichen die Antworten wieder zurück raus durch und cachen die eben auch. Also da steckt keinerlei Intelligenz von Facebook-Seite dahinter. Noch nicht, oder? Noch nicht. Es gibt einen Service, das du verwenden kannst von deiner Web-Applikation, um eine Tochterfirma oder wie auch immer dass man das nennen will, weiß nicht genau, wie das Firmenkonstrukt da ist. Die heißen VTAI und die bieten dir so eine künstliche Intelligenz sozusagen an, die du trainieren kannst und wo du dann auch Sprache drauf werfen kannst und die versucht dann daraus zu interpretieren, was der Sprechende gemeint haben kann, also den Intent. Zumindest Sentiment Analysis. Genau, herauszufiltern. Also machen die dann Natural Language Processing, aber so wie du die APIs verwendest, bekommst du mehr oder weniger einfach einen String, was der User eingegeben hat. Absolut, ganz genau. Ich kriege einen String und mehr nicht. Aber wenn ich im Chat eine Person oder eine Facebook-Page erwähne, bekommst du das dann irgendwie speziell oder ist das nur trotzdem nur Text? Nein, du im Chat. Das habe ich noch nicht ausprobiert, daher weiß ich es nicht. Ich weiß aber, wer du bist. Okay. Also ich kriege sozusagen den Social Graph-ID oder was auch immer. Genau. Und es geht auch so weit, wenn du dann als Mensch wieder auf die Administrationsseite von der Seite gehst und von dem Bot gehst, siehst du sämtliche Konversationen dort wie in einem riesigen Mail-Folder sozusagen, sortiert nach Person und dort ist das pro Person in genau ein unendlich langer History Graph sozusagen, den du dir anschauen kannst. Und du einfach die Konversation siehst, was fürs Debuggen ganz praktisch ist, weil damit siehst du, was die anderen Leute erdulden haben müssen. Achso, also du siehst jegliche Konversation, du die dein richtig, Bot mit jemand anders geführt hat. Du siehst richtig die Konversation, du siehst explizit die Konversation, inklusive Timestamps und so weiter. Also du siehst auch, wenn was down war oder so. Wie verhält sich der Bot, wenn dein Webservice down ist? Dann drehen sie den relativ schnell ab. Also dann drehen sie den Account relativ schnell ab. Das kriegen sie mit. Ich weiß nicht, wie oft sie schauen. Ich habe es nur umgekehrt gesehen, während wir es entwickelt haben. Wir haben es entwickelt mit einem Rechner, der nicht einmal Public IP wirklich gehabt hat, sondern der über dynamisches DNS-Service reingeroutet worden ist, sozusagen der Rechner war nach dem Entwickeln immer weg. Ja. Und immer wenn wir den Rechner wieder angeworfen haben, haben wir gesehen auf der Facebook-Seite als erstes einmal die Statusmeldung, dass der Bot down ist und man soll doch die fehlenden Fehler mal beheben und so weiter. Aber also der User, der mit dem Bot interagiert, sieht dann auch, dass der Bot down ist? Oder genau. Ja. Und der Bot, der muss noch angetippt werden oder hat der Spracherkennung auch schon? In der Ecke gibt es keine Spracheingabe, da gibt es nur Texteingabe. Also ich wüsste nicht, wo man in Facebook was mit Spracheingabe machen kann. Okay. Das ist aber das Nächste, was mich interessiert. Da haben wir ja schon mal da im Podcast auch drüber geredet mit dem Jazzbar. Das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht angehen und werde es etwas anders machen. Du müsstest ja von der Person sozusagen die Sprache bekommen. Das geht so über Web, aber nicht über Facebook wahrscheinlich. Da hat man bei einem JavaScript, dass das halt in gewissem Sinne ein proprietäres Device ist, dass man halt wirklich dieses Gerät komplett vollständig installiert haben muss und dann deployen muss an die Leute, die das verwenden wollen. Also so wird man sozusagen keine Verbreitung zusammen. Du könntest aber hingehen und es auf einer eigenen Kiste installieren und du kannst ja über ein Web-Interface, also über einen Browser, auch die Sprache aufnehmen. Das heißt, der Benutzer sagt jetzt, okay, du darfst aufnehmen, nimmst es auf und jetzt ist die Aufnahme zu Ende und dann wird das Signal gesendet an den Server und du erkennst es dann. Ja, dann brauche ich das JavaScript schon was nehmen. Also dann kann ich die Komponenten sozusagen einzeln verwenden. Ja, das würde ich auch schon möglich sein, stimmt das recht. Ich habe mir jetzt ein bisschen angeschaut, Bekannter hat sich beschäftigt mit dem Amazon Echo und dem Agent Alexa. Dort, Alexa. Und das war ein relativer Krieg, einmal das hineinzukriegen bei Amazon. Also Review-Zyklen von 3 Wochen und 4 Wochen und dann fadenscheinige Argumente, warum das nicht angenommen wird. Meistens aufgrund von Audioqualität und solchen Sachen. Also seltsame Erklärungen von Amazon. Dann war das endlich durch. Und jetzt ist es so, dass eigentlich sich die meisten User bei ihm beschweren, dass es nicht gut funktioniert, weil die Texterkennung doch nicht gut genug ist. Also die Konversationen, die ich dann auf Twitter immer mitlese, sind sowas wie, du nuschelst zu sehr. Und Moment, ich verstehe das jetzt gerade nicht. Hat dieser jemand hat einen Service aufgesetzt, wo Echo als Spracherkennung
verwendet wird und er dann sozusagen den Text verwertet hat? Den analysierten Text verwertet. Okay, also er hat nur Text bekommen und nicht Audiosignale. Auch Audiosignale zurückgegeben und wenn diese Audiosignale nicht gut genug sind, dann beschwert sich Amazon darüber. Moment, er hat aus Text, also aus dem Text, wieder Sprache gemacht und das war nicht gut genug? Ja, interessant. Also, und dann verglichen teilweise mit anderer Sprache, die sie selber zur Verfügung stehen, die schlechter war und so weiter. Das war ein fadenscheiniger Argument. Und es hat nicht so wirklich flüssig die ganze Geschichte funktioniert. Und jetzt die Woche haben wir was angeschaut, das gefällt mir ein bisschen besser vom Ansatz her. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe schon mal hier drüber geredet, über diese Wave-App, die zwei Wiener entwickelt haben. Einer hat vor ungefähr einem Jahr die iOS-Version rausgebracht und jetzt die Woche haben sie gelauncht, die Android-Version. Habe ich die Woche mitgekriegt, ich war bei dem Android Heads Meetup, das ist übrigens eine ganz nette Geschichte. Und dort wurde das auch vorgestellt und da ist das Konzept so quasi ein Chatbot, der Sprache auch akzeptiert, der aber in eine App eingepackt ist. Also die verwenden nicht den Webbrowser an und für sich, sondern das ist eine App, die du auf dem Smartphone installierst, mit dem Argument, Smartphone hat eh fast jeder. Und dann gibst du Deutschsprache ein, die Sprache wird an einen Spracherkennungsservice geschickt, kommt zurück als Text, also als semantisch analysiert, wie du eben zuerst erwähnt hast, dann musst du das handeln, daraus wieder eine Antwort generieren, das schickst du wieder weg, diese Antwort wird dann wieder umgesetzt in synthetische Sprache, das gibst du dann dem User zurück. Die haben das gemacht, dieses Wave ist die Mobilitäts-App für Wien, wie sie es nennen, also sie kann so Car2Go und Citybike und all diese Geschichten und also Wiener Linien abfragen und du kannst so Sachen fragen, wie komme ich jetzt am schnellsten zum Praterstern? Und er wird zuerst einmal schauen, was heißt Praterstern, daraus erkennen, dass das der Zielort ist, dann sich überlegen, was für Mittel gibt es da hinzukommen und dann schlägt er dir die vor. So, muss man mit diesem Service Hochdeutsch reden oder kann man auch Wienerisch damit reden? Also, so wie ich jetzt geredet habe, funktioniert es. Okay. Ich weiß nicht, was du das jetzt deklarieren willst. Hochdeutsch ist eher dann auch Hochdeutsch. Eher Hochdeutsch, ja. Ich rede aber auch sicher. Tendenziell eher, also mit so Apps rede ich dann eher auch so. Und je weniger. Was dann nicht ganz accessible ist. Also man würde sich erwarten für Spracherkennung, dass das dann, das egal wie sehr man nuschelt und egal wie sehr man nicht der wienerischen oder deutschen Sprache mächtig ist, was auch für Leute mit steirischem oder burgenländischem Migrationshintergrund natürlich wichtig ist, man trotzdem verstanden wird. Ne? Das sind wir noch nicht. Aber es wird wirklich besser, das Zeug. Also Muslau wird das schon richten. Finde ich schon. Bitte? Muslau wird das schon richten. Ja, das glaube ich auch. Und die Statistik halt, das große Gesetz, das Gesetz der großen Zahlen. Sie sammeln halt Daten wie die Verrückten und damit werden ihre Spracherkennungsmodelle besser. Aber es ist wirklich, also im Vergleich zu früher, wo man diese Dinge trainieren hat müssen auf die eigene Stimme, das ist nicht mehr notwendig. Ne? Also das funktioniert. Er versteht hin und wieder mal falsch, das gibt's auch. Und es gibt halt auch oft einmal Probleme, weil Sachen nicht wirklich eindeutig sind. Also, ich weiß jetzt, mir fallen jetzt keine Beispiele ein. Straßen, die sich nur um einen Buchstaben unterscheiden. Also, das gibt's oft einmal. Oder Sprachen, die einen Namen im Wort drinnen haben. Das ist diesen Namen dann richtig zu erkennen. Das ist immer wieder ein Problem. Insbesondere, wenn das wieder eine andere Sprache ist. Also, ja, kenne die Brücke. Wenn ich sage in meinem Handy auf Englisch Perchtoldsdorf, keine Idee, was es ist. Ich muss sagen Perchtoldsdorf. Und dann versteht es. Perchtoldsdorf. Wobei, es macht ja auch mehr oder weniger Sinn, weil wenn du als Englischsprechender das ohne Kenntnisse der deutschen Sprache lesen würdest, würdest du es genauso aussprechen. Ne? Ja. Die Apple Maps können ja berühmterweise nicht Ortsnamen lokal aussprechen. Also wenn du dein iPhone auf Englisch betreibst, dann kriegst du auch die Straßennamen auf Englisch vorgelesen. Ja, ich weiß nicht, es gibt auch diese also auf Englisch. 255 der Wiener Linien und die sagen nicht Wien Rodown, die sagen Wien Rodown. Und ich, das ist kein Scherz. Man rudert also quasi die Donau runter zu entlang. Rodown. Man hört auch von Wienern immer wieder mal die La Salle-Straße. Ja. Und so. Ja.
gefällt mir das hier. Was ist mit der Kamera los? Quartier Belvedere. Genau, genau, Quartier Belvedere. Ja, aber das hat Tradition. Das ja, ist ja, das stimmt. Es gibt ja auch genug französische Wörter, die Engländer appropriiert haben und jetzt Englisch aussprechen. Wie sollte man das eigentlich richtig aussprechen? Belvedere eigentlich, aber ich bin mir nicht einmal sicher, ob das original ist. Das ist für Bell schön. Ja, aber es kommt ja eigentlich aus dem Italienischen. Es ist ja eigentlich nicht, ich glaube, es ist kein direkt französisches Lehnwort, sondern es ist ja eigentlich das Ding, die schöne Übersicht und die schöne Aussicht ist ja eigentlich, kommt ja eigentlich aus. Also es ist nicht so dere, so wie in Havidere. Nein. Okay. Oder so wie die burgenländische Begrüßung. Aber es ist also ich sage nicht habe die Ehre, sondern dere. Dere, oder was? Die Ehre, ich habe die Ehre. Ehre. So kann man sich auch begrüßen. Aber weil es steht ja in Wien, das Belvedere. Aber das ist so wie der Chauffix, das Trottoir und das Pissoir, das sind ja alles Dinge, die klingen zwar französisch, richtig französisch, waren nie französisch. Der Pompfenebel. Ja, das ist es. Für die Leichenträger. Vielleicht noch kurz zurück zu diesem Panoptikum-Ding. Kannst du mal kurz erklären für die Leute, die sich nicht auskennen damit, was das ist, in ein, zwei Minuten? Hörst du keinen Biertaucher? Das erste 200 Mal hier gehört haben. Es ist, also ich habe angefangen als ein Verzeichnis von Podcasts mit einer Baumstruktur. Mittlerweile hat es auch eine manierliche Suchmaschine und es hängt ein Social Network dran, in dem Sinne, dass man Sachen liken kann, dass man Sachen abonnieren kann. Es gibt ein Messaging da drinnen, es gibt Empfehlungen da drinnen, ja, das war's. Gibt es schon Panoptikum-User-Treffen? Das gibt's noch nicht, nein. Panoptikum-Stammtisch? Auch noch nicht. Das klingt so ähnlich wie irgendwas anderes, das ich kenne. Ich glaube, cheaper.net. Was? Macht das nicht aus? Empfehlungen, abonnieren, liken. Aber du indizierst nur die Metadaten oder versuchst auch irgendwie das Ganze zu archivieren oder eine Möglichkeit zu schaffen, wenn es schon ein Social Network ist und ich zum Beispiel jetzt eine alte Episode will von vor 10 Jahren, die es nicht mehr auf dem Webserver gibt, aber die du vielleicht heruntergeladen hast. Ich cache keinen Content. Okay. Also ich cache nicht einmal Bilder, sondern das Einzige, was ich in die Datenbank reinschmeiße, sind Sachen aus den RSS-Feeds. Das ist so mein Ansatz zurzeit. Ja, also ich habe auch nicht vor, Podcasts zu cachen. Ich glaube, das Problem ist, dass mit voranschreitender Zeit die Nichtverfügbarkeit der Audiodateien eigentlich ein ziemliches Problem sein wird. Absolut, absolut. Das heißt, du hast immer mehr Diskrepanz zwischen das, was im Feed steht und was wirklich... Die Feeds verschwinden einfach. Die Feeds verschwinden und die Audiodateien verschwinden. Beides. Und dann bringt es mir nichts, wenn ich jetzt metadatenmäßig etwas finde, wenn's wo nicht drinnen da steht, ist, ach, vom Text her wäre das super interessant für mich. Gibt es da nicht von Google diese Time-Maschinen, wo man da sozusagen Internet-Archiv... Es gibt Archive.org, die Wayback-Maschine, aber da ist auch die Frage, ob das dann wirklich das dann so archiviert wird. Ah, ja. Der funktioniert zum Teil CSS und JavaScript gar nicht. Mhm. Der Google-Cache funktioniert im letzten überhaupt nicht mehr. Mhm. Ich hätte ihn letztens gebraucht, weil der hat das eine Suchergebnis. Mhm. Das war leider offline. Aber man merkt es ja auch sogar bei YouTube-Videos zum Beispiel, die werden dann mit der Zeit auch entweder privat gestellt oder gelöscht. Das heißt, ich habe jetzt irgendwann meine YouTube-Favorite-Liste durchgeschaut und da gibt es sehr viele Videos, die eben dann gelöscht wurden oder durch Content-ID gesperrt wurden. Ist dann wirklich ein Problem, weil man erwartet sich zwar, okay, es ist im Internet, es ist immer verfügbar. Aber das ist es nicht. Ist es dann aber doch nicht. Das heißt, die interessanten Beiträge verschwinden dann vielleicht, entweder weil es der Autor wieder wegnimmt, weil es gesperrt wird, weil irgendeine Lizenz abläuft und so weiter, aus rechtlichen Gründen, oder weil der Account dann einfach gelöscht wird. Und das ist irgendwie auch problematisch, weil man sagt dann halt, ja, es gibt eh alles im Internet, aber... Wir produzieren eh viel zu viel, was... Ja. Das ist wie bei Netflix die Serien verschwinden und bei Spotify die Musik. Ja, aber dort erwarten wir das mehr oder weniger. Ne? Das Lustige ist, dass oft einmal die Sachen aus den Feeds verschwinden, aber die Audiodateien nicht. Ja. Also viele Leute haben fix eingestellt, nur 10 Einträge im Feed und keinen Page-Feed. Also es gibt das Konzept des Page-Feeds, dass du im Feed verweist sozusagen auf Seite 2 und Seite 3 und so weiter. Also die hätten die Sachen alle noch am Server, aber du errätst sie quasi nur, indem du entweder URL-Hacking betreibst, also wenn die Sachen, die Filenamen konsistent durchbenannt sind, oder indem du noch weißt, wie der Feed früher hieß und dann die richtigen Sachen bist. Apropos Soundcloud. Ich habe versucht, bei Soundcloud einen Podcast einzutragen und bin kläglichst gescheitert. Ich
Also ich bin nicht Soundcloud-kompatibel. Hat das von irgendwer hat Erfahrung von euch damit? Wie man also bei Soundcloud hostest du ja prinzipiell die Sounds. Also du müsst wahrscheinlich einfach deine Episoden... Ja, ich wollte Künstler sein und sozusagen meinen Podcast dort hinauf tun. Ja, du kannst das einfach hochladen als Audiodatei. Da konnte ich nicht, weil da war ein Feature, Local Files, add Local Files to your Playlist. Und da habe ich drauf geklickt und es ist nichts passiert. Jetzt Playlist das klingt sehr nach, du bist ein User und spielst was ab. Hätte ich einen speziellen Künstler-Account gebraucht. Ich glaube, du brauchst einen normalen User-Account. Du hast da mit dem freien Account gewisse... Interessant, bei Soundcloud ist es geht hier nicht um Megabyte, sondern es geht immer um Minuten, weil sie sagen, du kannst die beste Qualität verwenden, du kannst WAV-Files hochladen. Weil sie rechnen immer in... Ist das ein Flash-Uploader? Kann auch sein, dass damit vielleicht zusammenhängt. Nimmer den IE6 verwenden? Ich habe es unter Linux probiert mit dem Native Linux Client, vielleicht war das mein Fehler. Also ich glaube nicht, dass du SoundCloud als Feed-Aggregator oder sonst irgendwas verwenden kannst, sondern eher als Audio-Hoster, das heißt, du ladest deine Audio-Files in der besten Qualität, die du hast, hoch. Und hast dann einfach in deinem User-Account diese Audio-Files zum Abspielen. Also, ich habe es ehrlich probiert, habe eine Viertelstunde meines Lebens hinein investiert. Und ich glaube, beim Free-Account gibt es auch eine Limitierung von, keine Ahnung, 2 Stunden Audio oder so. Ja, ich wäre froh gewesen, wenn ich wenigstens geschafft hätte, den File irgendwie von der Festplatte in dieses Dings hineinzukriegen. Aber es gibt rechts oben, glaube ich, nur den Upload. Ja, es war den Button, den habe ich auch gefunden, aber der hat meine Files ignoriert. Der hat überhaupt mich ignoriert. Vielleicht was Persönliches. Ja. Du hast doch eh so einen coolen Hoster, der sich nicht umschert, wie viel Up- und Download du hast. Sowieso. Das kann man gleich Werbung machen. Also Werbung kann man eine Information weitergeben, dass ich einen super leiberten Hoster habe. Wer ist denn das? Ja, der sitzt am Tisch, aber ich nenne jetzt keine Namen. Er schaut ein bisschen grantig. Was ich noch gehört habe, man muss RSS-Feeds dort extra aktivieren. Also es erzeugt nicht von sich aus ein RSS-Feed, sondern man muss irgendwo noch auf Flag setzen. Ja, ich will ein RSS-Feed. Aber ist eben eher dazu gedacht, die Audio-Files zu hosten. Man kann das nicht als so wie in der Verzeichnis eintragen oder so. Okay, eher, ich hoste meine Audio-Files dort und als Byproduct dieses Audio-Files-Hosting gibt es dann eben auch die Möglichkeit, einen RSS-Feed anscheinend zu erzeugen. Ich würde sagen, 5% der Podcasts, die ich im Verzeichnis habe, sind auf Soundcloud gehostet. Mhm. Also ich habe sehr viele Soundcloud-URLs drin. Und das sind auch Soundcloud-RSS-Feeds? Absolut. Okay. Und wie viele sind Spotify? Also hast du auch Spotify, weil ich gemerkt habe, dass es auch auf Spotify jetzt neuerdings Podcasts gibt. Also wieder aktuell geworden zu den Podcasts. Vielleicht sage ich jetzt was Falsches, aber ich sage es trotzdem. 0, weil Spotify keinen RSS-Feed erzeugt. Stimmt. Ja. Ich glaub, das klärt mich auch. Was ist der Unterschied zwischen Spotify und Soundcloud? Vielleicht habe ich die beiden jetzt verwechselt. Ist es beides zum Musik anhören im Web und dafür zahlen? Oder? Spotify ist halt mehr wirklich Musik. Einzelne Musik. Lieder. Ja. Und für CDs auch, oder nicht? Spotify. Ja. Du musst ja eine App haben. Ah, aber es gibt doch so Radio. Eigentlich sind sie komplett zwei verschiedene Sachen. Also Soundcloud ist einfach Audio-Hosting. Stell dir vor, so wie YouTube, nur für Audio. Okay, wobei es in YouTube natürlich auch Musikvideos gibt, aber egal. Und Spotify ist so wie Netflix für Audio. Genau. Und hast du gut erklärt. Sie kümmern sich jetzt selber auch explizit um Podcasts im Sinne von kommerziell verwerten und so weiter. Also der Böhmermann, der ja ein Unbekannter ist, auch bei uns, hat seinen Podcast jetzt auf Spotify. Okay. Und eben keinen RSS-Feed. Weil dann du sollst Spotify benutzen. Dann gibt es die lustige Geschichte dahinter, dass jemand den Content dann runtergeladen hat, was er gehostet hat, RSS-Feed versehen hat, das in eine andere Podcast-Suchmaschine eingeworfen hat und dann vom entsprechenden Content-Vermarkter abgemahnt worden ist, dass das nicht zu erfolgen ist. Ich glaube, die Spotify-Podcasts sind eher zu vergleichen mit Netflix oder Amazon Originals. Ja. Das heißt, es gibt die freien Podcasts mit RSS-Feed oder also zum Beispiel auch sonst mehr für Premium-Content Web-Series, die auf YouTube gehostet sind oder so, die frei zugänglich sind. Und dann gibt es halt auch die Paid Sachen, die eher so Premium sind, und ich glaube, das geht, also Spotify Podcast geht eher in die Richtung Premium Content. Der von Böhmermann ist nicht paid, aber halt Premium Content in dem Sinne nicht. Ja. Aber man kann wahrscheinlich alles auf Spotify mit dem kostenlosen Account auch hören.
Man bekommt Werbung. Werbung, genau. Noch kannst du alles hören. Außerdem haben wir jetzt diese Hack oder was immer, das statt den Werbung zu spielen, spielt es einen random Audio-Datei von einem Folder, die du hast. Aber es gibt jetzt auch diese Änderung in Spotify, ich weiß nicht, ob die schon aktiv ist, haben sie vor ein paar Wochen angekündigt oder ein paar Tagen angekündigt, dass neue Alben jetzt teilweise für Free-User delayed veröffentlicht werden. Das heißt, wenn ein neues Album von einer Band rauskommt, war es früher so, dass ich als Free-User... Hast du eine Nicht-Exklusiv, also eine Exklusivperiode gehabt, nur für Premium-User? Oder? Das kommt jetzt. Aber der Hop... Ich habe daheim zwei Laufmeter ungelesene Bücher. Ich habe Podcasts, wenn ich aufhöre, neue runterzuladen für die nächsten 3 Jahre. Ich habe CDs noch nicht gerippt, die habe ich mir auf Konzerten gekauft. Und ich kofferweise. Nach letzter Zählung gibt es 7 Milliarden Menschen, Content, mit denen du noch nicht geredet hast. Und wenn wir unsere Lebensspanne verdoppeln, werde ich den Content nicht fertig hören, schauen, lesen, sonst irgendwas können. Und dann wollen mich die locken damit, dass ich irgendein neues Album 2 Wochen früher kriege. Ja, das ist eine Differenzierung zwischen Free Account und Premium Account. Vielleicht eine Differenzierung zwischen User und Hop. Ja. Aber ich kann mich schon vorstellen, dass das für gewisse Leute mit, like, so wie Fans von gewissen Bands, dass das ein Grund ist, zu sagen, entweder ich kaufe mir das Album, weil ich nur einen Free Spotify kann, weil ich das Album sofort haben will. Das Album kostet genauso viel wie ein Monat Spotify. Ja. Generell so. Sind wir halt in einer Zeit, wo quasi die Paniktriebe kommen, wo viele verschiedene Menschen und Firmen versuchen, viele verschiedene Monetarisierungsmodelle auszuprobieren, um irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen. Ich meine, Spotify ist bekanntlich sehr schlecht für die Künstler. Alles ist schlecht für die Künstler. Es gibt nichts, was nicht schlecht ist für die Künstler. Aber wir haben da ja 2 Künstler am Tisch. Sag mir eine Alternative und ich sag dir, warum sie schlecht ist. Sag mir eine Alternative und ich sag dir, warum sie schlecht ist. Ja, Patreon. Zu wenig Leute, die tatsächlich auf Patreon die Leute unterstützen. Es gibt ganz wenige Künstler, die wirklich gutes Geld machen auf Patreon. Im Vergleich zu dem, was sie bei einem Label haben könnten. Also, nächste Alternative. Wenn ich Geld vom Regierung bekomme, wenn ich staatliche Förderung bekomme. Aber das heißt, du musst die meiste deiner Zeit dafür aufbringen, irgendwelchen Förderungen nachzulaufen und dich zu verkaufen, weil irgendwelche grünen, roten, schwarzen oder blauen Abgeordneten oder... Aber genauso ist das, glaube ich, die Committee zahlen, der das für dich macht. Oder du, ja. Aber kannst du konkret sagen, du lebst ja als Pianist derzeit. Ja, ja. Was ist das gängige Pianisten-Versorgungsmodell? Naja, Nummer 1 Versorgungsmittel ist natürlich unterrichten für fast alle Pianisten. Also du erzeugst eigentlich deine eigene Konkurrenz. Du züchtest andere Pianisten, die dir dann die wenigen vorhanden. Naja, hoffentlich nicht. Das ist nicht die Hauptsache. Das heißt, du musst schlecht unterrichten. Nein, man unterrichtet Leute, die hobbymäßig spielen wollen. Machst du das bei Spielen programmieren auch? Sowieso. Ja. Und auf einer Kooperation als Pianist. Kooperation? Kooperation. Andere Musiker brauchen einen Pianist, der die begleitet. Ah, okay, eine Sängerin jetzt, oder? Oder eine Instrumentalist. Okay, aber außer ein Pianist, brauchen einen Pianist. In klassischer Musik. Ah, okay, das heißt, du bist eigentlich relativ gut nachgefragt als Pianist. Was? Ja. Also im Gegensatz jetzt zu ja, aber als, Cellist. Aber als Pianist und nicht als Künstler. Ist das jetzt falsch? Du spielst immer noch das Instrument, aber wir reden ja jetzt gerade von Leuten, die auf Spotify Musik veröffentlichen. Sagen wir es so. Du machst Kompetition für Pianisten ist sowas ähnliches wie Orchesterspielen für Instrumentalisten. Das ist nicht für alle die Erfüllung, oder? Es kommt komplett darauf an, mit wem und was man spielt. Ja, natürlich. Natürlich. Aber wir waren gerade bei Spotify und bei Netflix und bei Monetarisierung von Kunst. Gehört, dass mit klassischer Musik ist ein Spezialbereich. Ja, das außerdem, weil an und für sich schon eine relativ kleine Nische im Vergleich zu Pop. Genau, und ich habe gehört, dass für zum Beispiel für eine Popband oder für eine Rockband macht es Sinn, eine Agentur zu haben und ein Label und das alles
macht Sinn, aber für Klassiker nicht so viel. Möglich, weiß ich nicht. Das wäre interessant, aber das auszuprobieren. Das habe ich gehört, gelesen sehr oft im Internet, dass ein Klassiker, dadurch, dass so wenige CDs verkauft werden und so viele, dass man nur mehr oder weniger eine Kerngruppe hat, bis man verkauft bis zu so und so viele CDs und dann geht es wirklich sich nur aus, wenn man es mehr oder weniger fast alles selbst macht. Für klassische Musik, dadurch, dass die Markt so klein ist. Egal, wir sind weit von dem Punkt weggekommen, den ich eigentlich machen wollte und warum ich eigentlich den Kopf geschüttelt habe, nämlich dass ich mich nicht locken lasse damit, dass ich 2 Wochen vorher ein Album von meiner selbst Lieblingskünstlerin oder Lieblingsband oder meinem Lieblingsautor ein Buch bekomme. Weil ja dieses Patreon-Modell, das ist nicht nur Patreon, aber das Mäzenentum, das Moderne, oft, wo die Leute auch oft mit sowas locken, also dass die Premium-Content du, haben oder genau, exklusiven Content. Du kriegst, was weiß ich, zu meinem Podcast, den ich 5-mal die Woche mache, kriegst du am Wochenende auch noch den Talk. Die Outtakes oder so. Roman Richter hat das. Oder du kriegst, du darfst Tickets für meine Konzerte kaufen, bevor die anderen sie kaufen dürfen oder diesen. Ja, das ist ein wirklich Vorteil, ja. Aber mein Eindruck ist, dass abgesehen davon, dass Leute, die auf Patreon viele Unterstützer haben, ohnehin schon dort Unterstützer haben, die wirklich an die Person oder an die Kunst oder was auch immer glauben. Und zweitens, dass die Leute, die das machen, die Unterstützer sind auf Patreon, das nicht genau deswegen machen, weil sie 2 Wochen früher an das Album kommen, sondern dass das ein netter Perk ist, aber dass sie das Geld wirklich in die Hand nehmen und ausgeben für die Kunst, weil sie gut finden, dass die Kunst existiert, in erster Linie. Also du meinst, sie würden das auch ohne diesen Exklusiv-Content machen? Vielleicht nicht alle, aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass wenn jeder, der und viele Marketingfirmen werden auf den Zug aufspringen, jede Marketingfirma, die glaubt, dass sie jetzt Leute damit locken können, dass du zwei Wochen früher an dieses Album kommst, dass das der Grund ist, wird die Leute eher wieder davon abschrecken. Abhalten, das zu machen. Mhm. Das ist so wie dieses alte. Es gibt irrsinnig viele Leute, die machen gern freiwillig Sozialarbeit und in dem Moment, wo du ihnen 2 Euro die Stunde zahlst, sagen sie, danke, brauche ich nicht. Ja. Ah, ja. Oder Blutspenden, früher ja. Das Geld dafür. Und ja. Das macht Leute nicht gern. Ja. Weil manche Dinge einfach... Ja, das ist interessant. To cheapen something. Ja, das ist, glaube ich, der Ausdruck dafür. Ich habe gehört, dass aber vergleichbare Seiten oder vergleichbare Marketings Dings von einer CD oder so, die im Künstler bekommen, weniger im Vergleich zu Spotify. Ja, sicher, aber auf Spotify bekommen sie weniger pro Hörer oder pro Leser als auf Patreon. Ja. Das ist immer eine Frage der Zahlen. Ja, ja. Und das ist, was ich meine mit momentan, ist das halt ein großes. Es gibt sehr viele verschiedene Monetarisation, auch von zum Beispiel, ich sage ein Beispiel von wir kaufen alle Filme, ja, einen normalen Film oder eine Serie und zum Beispiel man kauft in Amerika zum Beispiel eine Staffel X-Files kostet, weiß ich nicht, sagen $40 und in Japan würde es kosten €300 oder sowas. Die haben ein vollkommen anderes System von Monetarisierung in Japan. Also genau dieselbe Serie mit Englisch und naja, ich sage zum Beispiel eine vergleichbare. Okay, besser sagen. Zum Beispiel sagen wir Full Metal Alchemist, eine japanische Serie. Eine DVD in Japan kostet €50. Und die gleiche DVD in Amerika oder hier würde kosten 18. Okay. Ja, aber in Japan kostet ein Teil von einer Manga-Serie kostet umgerechnet Cent. Ja. Und bei uns oder in Amerika zahlst du dafür Dollar. Oder Euros. Naja, eine Manga Tankobon, dieses normale Buch, kostet in Japan normalerweise 4 bis 5 Euro und in Amerika oder hier sowas wie 10 Euro. Ja. Sowas, ja. Aber in Japan, die haben so eine Monetarisierung Policy mit Serie, dass die nehmen, ihre Haupteinnahmequelle ist nicht von Fernseher wie, oder von Advertisers, wie es ist hier und in Amerika für normale Fernseher, sondern ihre Einnahmequelle sind die Leute, die Serie auf DVD kaufen. Das ist einfach eine ganz andere Was sie auch und gibt es dort auch billige DVDs oder ist das sozusagen eine Übereinkunft, ich zahle die DVD, um den Künstler zu unterstützen und ich weiß, dass das teuer ist? Die ist Leute, die nicht reich sind, ja. die mieten die DVDs, okay. Aber die Leute, die es kaufen, sind die Hardcore-Fans von den
eigentlich. Okay, also die haben ein anderes Modell. Also das ja, ist eher üblich, dass du die DVD dann mietest, oder? Ja, wenn du nicht ja, eine okay. große Anime fand. Ich glaube, das ist einfach, wie sich es historisch auch entwickelt hat. Ja, ja. Sicher. Der Punkt mit Spotify und das Album früher bekommen ist ja, das ist nicht eine Idee von Spotify gewesen, sondern das ist anscheinend eine vertragliche Einkunft mit den Labels, weil die Labels eben verhindern wollen, ja. dass ihre Album-Sales in den ersten zwei Wochen von Spotify ist. Free Streaming ja. quasi. Weil es weil sofort auffallen würde in der Statistik. Ich habe einmal gehört, in Österreich kannst du in der richtigen Woche mit 100 bis 200 Alben die Nummer 1 sein. Mhm. Also das ist so wenig verkauft. Pop, wirklich. Du musst 200 CDs verkaufen und bist Nummer 1. Bist Topseller in so wenig Woche. CDs, wenn du die richtige Woche erwischt. Habe ich gehört, für ganze Welt 1000 ist mein Nummer 1. Genau, der Biertaucher-DVD-Schrank mit allen 300 Serien fürs Wohnzimmer. Es gibt ein paar Regelungen dazu, weil, also das muss ich auch noch dazu hinzufügen, wenn es eine Scheibe ist, gibt es einen Minimalbetrag, den die CD kosten muss. Aha. Wenn es zwei Scheiben sind, ist dieser Preis schon wieder höher. Das, wenn du weniger verlangst, kommst du gar nicht in die Charts hinein. Das heißt, du musst einen Mindestpreis setzen, damit du chartwürdig bist. Ja, genau, richtig. Okay. Tja. Aber der Mindestpreis kann wahrscheinlich liegen so 10 Euro oder so, also nimmst 2000 Euro in die Hand. Und ich weiß nicht, wie viel eine CD derzeit kostet, ich kaufe meistens gebrauchte. Ja, ja. Ja, es kommt völlig drauf an, weil es Klassik gibt von 10 bis 20 würde ich sagen. CGP Grey, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, hat vor kurzem wieder ein Video gemacht, selten genug. Wo es auch um darum gegangen ist, wie viel man auf YouTube verdienen kann. Also wenn das interessiert. Ich glaube, es ist jetzt irgendwie ein Achtel von einem Cent pro Werbeschaltung, wenn sie nicht auf, also wenn man nicht auf Skip klickt oder sowas. Irgend sowas in der Welt. Gut, auch bei 200.000, 100.000 Views. Macht das auch aus. Aber ja, nicht. Kannst du dir vorstellen, was die Madonna einnimmt, wenn sie 200.000 Leute in wie viel sind das? Konzerte, 4 Stadien hat? Ja. Viel mehr. Konzerte werden teilweise wirklich teuer, schon im Gegensatz zu. Das ist ja auch die. Ja, Konzerte ist im Prinzip das, was die DVDs in Japan sind. Wahrscheinlich, ja. Also die Konzerte werden, ich merke das jetzt, bestimmte Festivals, da liegen in 5 Jahren 50 Euro Preisunterschied dazwischen. Und was jetzt ein neuer Schmäh ist von den großen Agenturen aus Amerika, dass die da exklusiv reingehen. Das heißt, da hat der Nöticket zum Beispiel keinen Zugriff drauf und die verkaufen das exklusiv auf der Plattform. Du kannst dann dort die Vorverkauf kaufen. Das heißt, du verkaufst gegen 2-3 Wochen vor den Markt rein, bevor es alle anderen Nöticket online oder wie die alle heißen. Also mich kann man damit irgendwie gar nicht locken, sondern eher abschrecken. Kommt davon, dass du es unbedingt anhören willst? Dann, nee. Also ich bin froh, wenn es das nicht auf Ö-Ticket gibt. Ja. Ich weiß nicht, ich habe noch nie welche bestellt oder ich so. Also bei Konzertticket ist, glaube ich, immer wichtig, wenn man, vor allem wenn es schnell vergriffen sind, dann springt, glaube ich, jeder auf den Zug auf und kauft sie 2 Wochen vorher, egal auf welcher Plattform es ist, weil es einfach darum geht, das ist eine limitierte Ressource. Und entweder ich komme zu dem Konzert oder ich kann warten, bis die Band vielleicht in 2 Jahren wieder mal nach Österreich kommt. Es war gar nicht so, dass die dort übermäßig teurer waren wie dann auf den anderen Plattformen. Nur diese Agentur nimmt sich das Recht raus, dass es halt vorverkauft durchstanden. Und die kann halt dann auch die Gebühren kassieren natürlich. Also ist nicht so, dass das komplett irrelevant ist, sondern das hat schon einen Vorteil. Und Konzertkarten sind halt wirklich eine limitierte Ressource. Spotify-Listens und CDs kann ich bis zum gewissen Grad unendlich produzieren. Inwieweit spielt Konzert bei Klassik eine Rolle? Also kannst du als klassischer Konzertpianist leben? Klassische Konzertpianist. Also so ständig auf Tournee bist und Klavier. Es gibt sehr wenige, die hauptsächlich davon leben. Mhm. Die auch die, sagen wir, Pianisten, die bekannt sind als Künstler, sind sehr oft arbeiten irgendwo als Klavierlehrer, also ja regelmäßige Einkommen. Also selbst wenn sie Tournee haben? Ja, selbst wenn sie Tournee haben. Viele, ich kenne viele Pianisten, die dann, ja, die machen Tournee im Sommer, aber im Rest vom Jahr, oder die machen Tournee dann und dann, aber im Rest vom Jahr unterrichten die an einer Uni. Okay. Das, die, ich meine, sehr viele Sachen können passieren. Einer von meinen Lehrern ist, war einer von den Top-Pianisten von Tschechien und so. Und er hat sich entschieden,
dadurch, dass es kann immer passieren, wenn du dich verletzt oder so, du kannst nicht Konzert spielen, dass er hat eine sichere Einkommensquelle. Dadurch, dass von Spielen ist es sehr, und hauptsächlich man macht das Geld, wenn man spielt, vom Konzerte, und fast alle Pianisten und Musik, klassische Musiker, die CDs machen, machen Verlust mit den CDs, sodass die dann mit ihren Konzerten oder Unterrichten mehr Geld verdienen. Das ist, was die, das ist so eine Werbesache, dass die dann 10.000 Euro für ihr CD zahlen. Warum ich meinte, bin ich froh, weil es nicht der richtige ist. Vor einem Monat erst habe ich mir ein Ticket wieder mal gekauft auf Ö-Ticket. Man zahlt eine Gebühr fürs Ticket. Und zusätzlich zahlst du noch eine Gebühr bei Ö-Ticket, je nach Zustellungsart. Und zum Beispiel, wenn du das Ticket zu Hause druckst, zahlst du 1,50 Euro. Wenn du 2,50 Euro. Was? 2,50 Euro sogar, ja. Dafür, dass du es daheim auf Papier drucken darfst. Wenn du es in der Libro-Filiale abholst, hast du, glaube ich, noch mehr. Nein, 1,90 Euro. Achso, die günstigste ist abholen. Also Libro ist billiger als zu Hause? Ist billiger als zu Hause, genau. Und am billigsten ist einfach gar nicht online bestellen, sondern zum Libro hingehen oder Ö-Ticket-Center und sagen, ich hätte gerne ein Ticket für das Konzert, weil dann zahlst du 0 Euro Gebühren. Das heißt, eigentlich wollen sie, bestrafen sich dafür, dass du es von zu Hause machst. Genau, sie bestrafen dich dafür, dass du das Ticket, dass du es nirgends abholen musst, dass du keine Person sozusagen damit beauftragst, irgendwie keine Person involviert ist, zahlst du am meisten. Ich habe mal zwei Tickets abgeholt in einer Bank Austria-Filiale, obwohl ich kein Bank Austria-Kunde bin, weil auch keine Gebühren und so. Das hat mich 40 Minuten gekostet. Wir haben dort einen Computer starten müssen, der sonst nie läuft. Wir haben für diese zwei Tickets 8 Seiten ausgedruckt, 8 auf 4 Seiten ausgedruckt. Die habe ich 4-mal unterschreiben müssen. Hast du wenigstens einen Bausparer gekriegt? Oder? Sie hat 2-mal telefonieren müssen. Ob sie passt. Und nach 40 Minuten bin ich dann mit meinen zwei Tickets und 4 unterschriebenen Seiten AGB wieder heimgegangen. Nicht schlecht, ja. Na bitte. Also die 2,50, die du dann online zahlst, wenn du selber ausdrucken willst, sind vielleicht wert. Ja, man muss sagen, bei Libro funktioniert das meistens recht gut. Also die sind mit Ö-Ticket da sehr geschult. Aber da müssen wir wahrscheinlich jetzt nicht irgendwelche Vermutungen anstellen, sondern mal nachfragen, wieso das so ist. Kann ja sein, dass das eine Taktik ist, um irgendwie Reseller zu... Also Reseller zu schädigen. Also dass man es nicht so leicht macht. Weil wenn ich ein Reseller wäre und ich müsste jetzt im großen Stil zum Libro gehen und jetzt, ich hätte gern bitte 20 Tickets und dann morgen nochmal kommen und nochmal 20 Tickets kaufen, macht es vielleicht ein bisschen Unterschied, wie wenn ich jetzt einfach zu Hause mir die ganzen Tickets ausdrucke und dann irgendwie weiterverkaufe. Das nächste ist nämlich das Selbstausdrucken. Wenn ich ein Reseller wäre, könnte ich mir vorstellen, dass ich einfach das PDF dann quasi an meinen Kunden weitergebe. Und der soll sich ausdrucken. Und der soll sich ausdrucken. Ich muss also quasi gar nicht irgendwie physikalischen Kontakt mit dieser Person haben. Hingegen, wenn ich das ausgedruckte Ticket habe, dann muss ich das dieser Person irgendwie physikalisch zukommen lassen. Und selbst wenn es verschicken ist. Also und deshalb ist das Filialabholung billiger. Das ist meine Vermutung, ich habe keine Ahnung. Aber es wird schon einen Grund haben, wieso die Gebühren so angelegt sind. Das ist wahrscheinlich jetzt auch gerade eine Premiere. Das ist der erste Podcast, wo das Audiosignal geschnitten werden muss. Warum? Wegen dem ganz lauten Knall, weil das Mikrofon nach oben gefallen ist. Wie einfach das von dem? Das macht der Limiter. Okay, gut. Niemand wäre so aufgefallen, wenn du es nicht erwähnt hättest. Und jetzt müssen wir diese Passage rausschneiden, weil wir über einen Knacks sprechen, den die Hörer gar nicht hören. Das macht der Dennis-Entferner. Den haben wir schon fix im Dennis-Entferner? Ja. Was? Das klingt so, als gibt es einen Knopf, wo du drauf drückst und der Dennis geht automatisch aus dem Podcast drauf. Nein, das gibt's nicht. Aber ich glaube, es ist. Gibt's den Stefan Radier. Aber ich glaube, es ist. Mein Kopf oder. Genau. Es ist historisch das erste Mal, dass wir mit zwei Mikrofonen aufnehmen. Nein, das war haben wir auch schon mal. Genau, ist das jetzt Stereo?
Als erstes Mal. Quattro. Das ist ein bisschen Also wir haben mit zwei Stereo-Geräten. Quattrofon. Nee, wir hatten doch schon öfters zwei Mikrofone aufgenommen. Aber diesmal wird es zusammengeschnitten auf vier Spuren. Für unsere Hörer ist es das erste Mal, dass wir mit zwei Kameras Video aufzeichnen. Ja. Ja. Also. Wobei die sich die ganze Zeit ausschaltet. Ich hatte nämlich vergessen. ja, es gibt ja so eine kleine Beschränkung bei Kameras und Import. Und zwar der Zoll verlangt auf Videokameras eine wesentlich höhere Zollgebühr als auf Fotokameras. Deswegen haben die ganzen Kameras von Panasonic eine Beschränkung auf eine bestimmte Anzahl von Minuten. Danach schaltet die sich aus, was Videosignal anbelangt. Das hat keine technischen Gründe, sondern Zollgründe. Okay, ja. Und die macht das, oder? Ja, da ist nämlich noch nicht die neue Firmware drauf, die das nicht macht, während auf der Kamera ist die Firmware abgedatet, dass die Beschränkung draußen ist. Sounds like fun. Das zusammenzuschneiden, ja, das vor allem, wenn es dann nicht Timecode-mäßig zusammenpasst. Ich glaube, das Video von der Kamera plus das Audio ist noch irgendwie machbar, da muss man irgendwie das Klatschen zusammenbekommen. Aber dann noch Videos von dieser Kamera reinschneiden, wird schwierig. Tja, ja. Mit viel Glück kommen wir dann hoffentlich gar nicht vor, also kannst du wieder zum Nasen bohren. Es ist auch sehr leicht, dass ich drauf komme, dass mir das ganze Video schneiden zu viel Arbeit ist. Ja, genau, und also dann wird gar kein Video gemacht. Ja, das kann passieren. Beziehungsweise es gibt dann das Video von Auphonic, was einfach ein schwarzer Screen ist mit dem Biertaucher-Logo und das steht dann auf YouTube, so wie bei allen Sendungen. Ich finde ja überall, also ich habe gar nicht gewusst, dass ihr jetzt Videos aufnehmt. Also wir haben es jetzt zweimal gemacht. Dreimal sogar. Und sonst haben wir schon YouTube-Videos, aber die haben ein Standbild. Das Standbild ist das Logo. Ah, okay, aber das Standbild ist ein Foto von euch? Nein, das ist einfach ein Biertaucher-Logo. Das macht Auphonic automatisch. Das Logo, ja. Na, aber es gibt ja auf deinem YouTube-Channel ganz, ganz viele Biertaucher-Podcasts. Ja, die haben alle ein Standbild. Die haben alle ein Standbild. Mit dem Logo. Aber das Thumbnail ist was anderes. Das was? Das Thumbnail ist auch das Logo. Ja. Wenn das Thumbnail nicht das Logo ist, dann habe ich wirklich irgendwas gefilmt. Aber das ist jetzt erst zweimal passiert. Ah, okay. Also ist das noch nicht. Der Hintergrund ist, dass der Gregor nie wollte, dass mal gefilmt werden. Ein uraltes. Die Kamera ist schon wieder aus. Gibt es ein uraltes Video? Ja, von irgendeiner Demo oder? Ja, jetzt ist die Kamera hier ausgegangen. Ah, da habe ich mal gefilmt oder was? Habe ich dürfen? Okay. Das werden Sie nachher erkennen. Okay, okay. Warum schalten wir das aus? Ja, wegen dieser Beschränkung, von der ich erzählt habe. Aber die haben wir, die muss jetzt irgendwie anders erzählen, weil wir verwenden einen Dennis-Filter im. Ich wollte nur eine sagen lassen. Ist das ein Audiofilter oder ein Videofilter? Ich meine, das Mozart zum Beispiel hat seine eigene. Deswegen funktioniert Mozart. Mozart hat eben manchmal Konzerte gemacht, wo er sein eigenes Klavier zum Saal gebracht hat, ja, den Saal gemietet hat und dann sehr gute Verdienst gemacht hat. Aber das ist nicht mehr. Das macht man nicht mehr. Du hast das doch erzählt, dass wenn man als Pianist in einen Saal geht, gibt es da schon vier Klaviere und man sucht sich das gleiche aus. Ich meine, in Musikverein gibt es vier Klaviere oder mehr, ja. Aber im normalen Saal sagen wir jetzt, Stadtsaal Perchtoldsdorf zum Beispiel hat dann nur ein Klavier, oder? Zwei Klavier. Nein, immerhin. Ja. Manchmal zwei, aber ja. Der Musikverein ist ja auch irgendwie ein spezielles Ding, oder? Das gibt es ja auch nicht so in der Form auf der Welt. Naja. Weil es ist ja wirklich ein Verein, dem das Haus gehört und die haben einen eigenen Orchester. Es gibt einen Orchesterverein des Musikvereins. Ja, ja, das gibt den. Das ist ein Laienorchester, das aber den weltbesten Konzertsaal zur Verfügung hat und solche Dinge. Ja, ich meine, der Musikverein hat sehr viele Klaviere zur Verfügung. Die haben auch sehr alte Klaviere, die manchmal benutzt werden. Und Konzerthaus ist auch so. Aber normalerweise hast du ein oder zwei Klaviere. Und fertig. Und du spielst auf einem Klavier, das da ist. Es ist einfach, wie es ist für ein Pianist. Man geht hin, das ist das Klavier, das ist das Klavier, du spielst drauf. Und manchmal, jeder Pianist, den ich kenne, hat Horrorgeschichten über Klavier. Also schlechte Klaviere. Ja. Und kannst du dann eigentlich das Klavier selber stimmen? Ich meine, bei einer Gitarre kannst du ja an diesen Schrauben drehen und so. Naja, das kommt davon, wie viele Stunden Freizeit du hast. Oder kurz. Das ist sonst nicht so dumm. Eine Gitarre hat wie viele Seiten? Ja, ist schon klar. Ein Klavier hat über 200. Na, was vor allem noch dazu kommt, ist, wenn du bei einer Gitarre eine Seite umstimmst, verzieht sich nicht der ganze Rahmen und die anderen Seiten ändern nicht ihre Stimmung. Naja, man muss, wenn man ein Klavier stimmt,
manchmal die ganze Klavier, meistens die ganze Klavier. Das wird, ich meine, eine Steinwehr verziert sich meistens nicht, wenn man eine Stimme, aber es ist meistens das ganze Klavier in einem Bereich zu tief und zu hoch und solche Sachen. Aber es ist einfach sehr, es dauert Stunden. Es ist eine, zwei, paar Stunden Arbeit, es ist Stunden. Könnt ihr mir das erzählen? Ich erinnere mich, als Kind war mal bei uns zu Hause der Klavierstimmer. Ja. Gibt es das immer noch als Beruf? Ja, okay. Natürlich. Der kommt und stimmt das Klavier. Es ist normalerweise, wie es das ist, fast alle machen, es ist der Klavierstimmer, stimmt das Klavier meistens. In einem Konzert auch, besonders im Konzert meistens mit dem Klavierstimmer. Du bist immer als Pianist, man konzentriert sich auf dem Konzert und nicht. Ich meine, man muss auch nicht eine Klavierstimmer-Ausbildung machen, um ein Pianist zu sein. Das Klavierstimmer ist ein eigener Beruf? Ja, genau. Ja. Also mit einer eigenen Ausbildung? Ja, wobei man, glaube ich, als braucht er nicht einfach nur Stimmgabel und einen Schlüssel? Einfach, ist das mit Gewerbeschein? Ich glaube, man kann einfach einen Gewerbeschein lösen und als Klavierstimmer arbeiten. Okay. Und jetzt die Preisfrage, verdient er mehr als ein Pianist? Oder? Es kommt darauf an, wie schnell er arbeitet. Okay. Aber normalerweise nimmt ein Klavierstimmer zwischen normalerweise 100 Euro. 100 Euro, dafür, dass er überhaupt kommt und das Klavier stimmt. Ja, bestimmt. Ja. Zweimal stimmen. Und okay. So lange braucht man, um ein Pianist zu stimmen? Es kommt darauf an. Kommt drauf an, wie gut man ist. Aber so normal. Normalerweise schon. Es kommt wahrscheinlich auf die Stimmung drauf an. Es kommt darauf an, wie lange es war, seitdem dein Klavier letztes Mal gestimmt wurde. Okay. Wie oft muss man ein Klavier stimmen? Das kommt drauf an. Ja, ich habe ein Klavier von 1863, das muss jeden Monat gestimmt werden, würde ich sagen. Oder jede zweite Monat. Also ein altes Klavier verzieht sich mehr, oder? Ja, es hat keinen Gusseisenrahmen. Es ist fast nur Holz. Ah, das. Das lebt, lebt viel mehr dadurch, dass Holz, es klingt auch dann sehr gut und ja, und es reagiert auf alles. Und es kommt auch oft dran, ob du dich kümmerst über die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur. Was du, wenn du ein Klavier hast, besonders wenn ein teures Klavier ist, dich sowieso kümmern solltest. Dadurch, dass, wenn es zu groß die Schwankungen ist, dann ist man wie in bestimmten Orten, geht das Klavier kaputt. Dadurch, wenn es meistens bei viel zu trocken, wenn es extrem trocken wird, dann reißt es sich auseinander und dann hast du ein kaputtes Klavier, wo die Reparatur teurer sind, als das Klavier wert ist. Aber normalerweise für ein modernes Flügel, jede sechs, es kommt auch davon, wie... Einmal im Jahr, wenn man nicht die ganze Zeit drauf übt. Sollte man ein Klavier stimmen. Aber für Konzertpianisten jede drei Monate, würde ich sagen. Aber für jemand, der ja, hobbymäßig Klavier spielt, ein Jahr sollte ausgehen. Und ich kann als Klavierstimmer nur ein Klavier gleichzeitig stimmen. Also es gibt nicht welche, die zwei. Nein, mein Klavier stimmt eine, aber ja, die können kommen und den einen nach dem anderen stimmen, das machen die auch. Aber man kann nur eine Seite, jede eine Seite auf einmal stimmen und das ergibt über 200. Und es gibt noch nicht die Klavierstimm-App, also wo ich mein Smartphone irgendwie auf so einen kleinen Roboter tue und der fährt dann so. Ah, oh, nein, das gibt nicht. Und du doch mit so einem kleinen Roboter selbstständige Gitarren. So, es gibt, okay, erstens, es gibt natürlich ein App, das sagt, wie hoch oder wie tief dein Ton ist. Natürlich gibt das. Aber es gibt auch, habe ich gesehen, es gibt eine selbststimmende, die nicht so funktioniert, dass es dreht die Stimmwirbel, aber irgendetwas mit Stroh, mit, dass es vibriert die Seite auf eine bestimmte, ich weiß gar nicht, wie es funktioniert. Wie du merkst, aber das ist von selbststimmt. Man erhöht die Raumtemperatur so ein bisschen. Nein, es ist irgendetwas. Es gibt irgendeine Spannung durch die Seite. Okay. Irgendwie. Der kann die manipulieren. Ach so, durch den Strom. Ja. Kann die Seite verändern. Ja, vielleicht durch Wärme oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Okay. Aber ich weiß, dass es nicht die. Und das ist dann ein selbststimmendes Klavier oder das ist ein Roboter, genau, den du auf ein Klavier setzt? Es ist auch sehr billig. Ja, ich weiß nicht, es ist nur experimentell, habe ich hier irgendwo gelesen auf dem Internet, aber fast nur, wie man bestimmt. Und die Leute, die sowieso es von selbst stimmen lassen, die kaufen ein E-Piano. So genau. Kein Piano. Und dann witzig ist es dann, irgendwann siehst du dann nur noch eine Sanduhr, die sich dreht und bitte warten, Klavier wird gestimmt, wenn du ein Konzert hast. Ja, Klavierstimme muss nicht nur das Klavier stimmen, sondern auch das gibt andere Teile vom Klavier, die Mechanik einzustellen, die Dämpfer und so. Dadurch, dass es gibt verschiedene Sachen, wo, wenn es nicht, so ein Techniker, die repariert, es ist wie beim Auto. Als kompletter Musikbanause, ja. Ich
ich glaube, ich weiß das nur vom Fernsehen oder so. Das ist ein klassisches Konzert, ja, ja. Und da kommt das Orchester und sitzt da und dann fängt es aber noch lange nicht an, sondern dann tun die alle so an ihren Instrumenten so herumzupfen und bing, yeah, boing, bing, boing. Ja, ja. Und dann weiß man, ah, die Künstler stimmen jetzt ihr Klavier. Der Pianist kann das nicht, der kann nicht so ein bisschen. Ja, aber der gibt ja auch den Ton vor. Ja, der, ja, aber er hat nicht diese die Instrumente, die du nicht stimmen kannst, sind die Maßgeber. Ja, darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, um dieses Machtgefälle, dass ich jetzt da bin, das ganze Publikum ist da und ist einmal Schmähstart, weil ich fange noch lange nicht an. Ich bin jetzt mit meinem Instrument beschäftigt und die so, oh, er ist mit seinem Instrument beschäftigt. Ja, aber ja, ja. Theoretisch kann es sein, ein Ausdruck von Macht. Theoretisch kann es sein, dass du, wenn du ein Instrument von der Garderobe in den Konzertsaal bringst, dass es sich verstimmt. Ich meine, ja. Wenn dort okay, die Sonne reinbrennt und es hat. Ist das schon wieder verstimmt? Okay. 10 ja, Grad mehr, dann. Nein, vor allem, weil sich verschiedene Instrumente verschieden verstimmen. Also, wenn ich Pianist wäre, würde ich einfach aus Prinzip, ja, nur weil die anderen ihre Geige stimmen, würde ich jetzt, bevor es losgeht, oder wenn es losgeht, würde ich sagen, wir fangen noch lange nicht an und dann einfach nur so herumschrauben am Klavier. So Ding, du glaubst, du kannst diese Schrauben mit der Hand anziehen, oder? Ja, aber ich würde einen großen Schlüssel nehmen. Ja. Und so. Ich will einfach, das gehört dazu. Ja, für mich, ja. Ich meine, aber das wäre dann, dass der Konzert wieder anfangen, wann es normalerweise beenden soll. Ja. 2 Stunden später. Ich hätte gern diesen Status, dass da wirklich das volle Konzerthaussaal geduldig warten muss, 2 Stunden, bis ich finde, dass bei dir es jetzt richtig ist. Ja, deswegen wird es auch 2 Stunden vorher schon bereits für dich gestimmt. Ah. Ja, das macht aber den Spaß kaputt, wenn da jetzt nicht die schön angezogenen Leute. Du weißt schon, dass die Leute die Instrumente nicht für sich selber stimmen. Nein, ich möchte sie warten lassen. Das ist so, wie wenn ich auf eine Party nicht pünktlich komme. Einfach. So wie du am Anfang deines Unterrichts erst einmal deinen Rechner neu installierst. Ja. Ganz. Ja. Nein, zuerst mal in den Laden gehst, um den Rechner zu kaufen. Ganz genau. Ja, ich meine. Beim Horst hat das andere Gründe, weil er verrechnet ja pro Stunde. Das machen die Pianisten ja auch. Ja, nicht beim Konzert. Nicht pro Minute. Der Dirigent wird pro Minute bezahlt. Ja, nein, wer kommt auch bezahlt bei Konzerten. Wie Pauschale, oder? Pauschal für die Konzerte. Du dirigierst diese Stücke mit diesem Orchester und bekommst für diesen Konzert so und so viel Euro. Und so viel tendiert er dann nicht dazu, dass das Konzert sehr kurz ist? Ich glaube, es gibt auch Leute, die machen das der Musik wegen und ja, nicht um jetzt Gewinn zu verlieren in einem Konzert. Einen höheren Pauschalbetrag. Ja, wenn du mehr Stücke spielst, dann nimmst du mehr Geld. Aber ihr könnt sagen, er hört früher auf. Aber und je mehr Seiten dein Instrument hat, desto mehr Geld kannst du verlangen. Ja. Ich finde das Geile am Dirigentenberuf ist, dass du mit dem Rücken zum Publikum stehst. Dafür zahlt wird. Das war die Pianistin ursprünglich. Dann habe ich jetzt aber, also ich war jetzt kürzlich auf einem Konzert, da hat das war ein Klavierkonzert und der Pianist war gleichzeitig der Dirigent, was sehr selten passiert heutzutage, was aber im Original öfter passiert ist. Und der ist gesessen mit dem Rücken zum Publikum. Aber wie dirigiert er, wenn er gleichzeitig... Er hat die Chuzpe gehabt und ist gesessen. Okay. Nein, wirklich, der Dirigent ist gesessen. Mit dem Rücken zum Publikum. Das verstehe ich. Aber wie kann er dirigieren und spielen gleichzeitig? Ja, er macht so, spielt so und dann... Bla, 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 und dann spielt er einhändig? Ja, er hat sich einfach nicht gekümmert, das war ihm scheißegal. Ja, es gibt Teile, wo der Pianist nicht spielt. Und da dreht er sich so Orchester und dirigiert so. Ja? Und was macht das Orchester dann, wenn er spielt? Sagen ja, die hören halt zu, wie er spielt. Okay. Und bei meisten Klavierkonzerten funktioniert es und andere nicht. Bei Mozart kann es gehen vielleicht. Aber es war ein Mozart-Konzert. Wenn es ein schlechter Dirigent ist, ist das dem Orchester einfach kommen, wo ich bin. Ja, genau. Wir spielen das eh besser. Ja, okay. Das gibt schon schlechte Dirigenten. Aber ja, meistens werden bezahlt. Ich wollte sagen, noch im 19. Jahrhundert, wie die Klaviere nicht so, sagen wir, standardisiert und robust waren, der Franz Liszt hat manchmal im Konzert 3 Flügel zur Verfügung gehabt. 3 Flügel? 3 Flügel. Wenn ihm einer nicht gefallen hat? Hat er Nein, er hat eine gespielt. Ja. Und das hat sich inzwischen ein bisschen verstimmt oder es hat Probleme gegeben. Dann hat er nächste Flügel gespielt. Ah, ist wieder ein Problem. Okay, dritte Flügel. Nein, das ist ein Konzert. Das ist wie beim Rockkonzert, wo die da die Gitarren täuschen. Okay. Ja. Das war damals die Technologie noch nicht so weit, dass man dass der Flügel diese Konzertlänge aushält? Oder? Das war schon, das waren die Rocker der damaligen Zeit. Ja. Ja, hat das mit den Klavierfabrikanten zu tun gehabt? Die wollten einfach... Nein, es war einfach...
wie soll ich sagen, ich habe auch solche, diese alte Klaviere und es kann passieren, dass vielleicht eine Seite reißt oder eine Kleinigkeit passiert oder wenn es nicht sehr gut eine super Techniker oder super gut gekümmert hat, dann kann einfach passieren und er hat einfach jedes Mal eine frische. Aber es war ein Konzert, wo ein Klavier hat ein grundsätzlich gutes Klavier, aber hatte Probleme, die nächste hatte auch Probleme und dann haben wir die dritte von Sauer. Und das kann passieren, aber jetzt heutzutage, da die Klaviere so vom Fabrik kommen, sind nicht mehr handgemacht so viel wie vorher. Kann mir jemand in einem Satz erklären, warum Rockmusiker die Gitarre tauschen? Weil sie im Hintergrund gestimmt werden. Ja. Oder weil sie eine andere Stimmung haben, grundsätzlich. Also das ist unter Umständen, weil sie sogar an anderen Effektgeräten hängen, weil sie von Haus aus einen anderen Klang haben. Ah, weil unterschiedliche Sponsoren... Oder weil die erste Gitarre einfach am Boden zerschmettert wird oder angezündet wird. Weil die akustische mit der E-Gitarre tauscht wird. Nein, in den meisten Fällen, was gestimmt gehört. 12 Seiten, 6 Seiten. Weil es eine andere Stimmung hat. Ja, aber warum tauschen sie es dann untereinander? Oder nein, tauschen die gehen nach hinten und hinten. Der Rowdy kommt mit der nächsten. Genau, ja. Okay, ja. Jetzt kapier ich es. Der Rowdy. Irgendeine Band haben die nicht, die haben immer ihr Instrument am Ende vom Konzert. Ja, da gibt es ein paar. Die Inspiration war Franz Liszt. Der hat seine Klaviere genommen. Nein, aber die haben wahrscheinlich gelesen, dass er seine Klaviere so laut gespielt hat, dass er die kaputt gemacht hat. Und wollten sie auch. Ja, genau. Dann haben sie halt die Gitarre kaputt gemacht. Und mit dem Lautspielen hat es nicht allein. Ja, das müssen sie ein bisschen nachhelfen. Ja. Und das war dann besonders laut. Es ist halt ein Verbrauchsgegenstand. Gitarre. Instrument. Sagen, aber ich glaube, die 19. Jahrhundert. Für diejenigen, die das nicht auf Video genießen, der Horst ist wirklich, wirklich, wirklich fasziniert von dem, was wir in den letzten 10 Minuten geredet haben. Ja, es geht mir nicht das Kopf eines Pianisten, also aus dem Kopf habe ich jetzt das Bild eines Pianisten, der das Klavier so King Kong-mäßig nimmt und den deppert und anzündet auch noch und drauf rumstört. Ja, vielleicht ein Hammerklavier von Mozart geht das noch. Okay. Ja? Rock me Amadeus. Dadurch, dass da sind die Klaviere vielleicht fast 80 Kilo oder sowas. Sind auch ziemlich klein. Eine absolut blöde Frage, die mir auch Wikipedia beantworten könnte, aber ich habe es lieber von euch. Was ist der Unterschied zwischen Piano und Klavier? Ich weiß, dass Piano leise heißt, aber... Piano ist das internationale englische und italienische Wort dafür. Also du hast vorher so abfällig gesagt, das ist ja vielleicht ein Piano, oder mit einem Piano kann man das machen. E-Piano. Was ist ein E-Piano? Elektrisch. Ein Keyboard. Nein, das ist kein Keyboard. Kennst du ein Clave Nova? Nein. Okay, es gibt Keyboards, ja. Das ist ein ganz anderes Instrument. Dann gibt es E-Pianos, die sind auch ein anderes Instrument. Okay. Aber die offiziell sollten wie eine Klavierflügel sein, nur die sind elektronisch. Und ein Keyboard ist sogar beworben als ein anderes Instrument. Okay. Und die sind beide elektronisch, mit Computer und so... Aber E-Piano, die Zielgruppe ist Leute, die Klavier spielen. Aber nicht den Platz oder nicht das Geld für ein Klavier haben. Die teuerste E-Pianos kosten, glaube ich, 25.000 Euro. Es gibt welche, die teurer sind als Klaviere. Genau. Man muss jetzt und das E-Piano erzeugt den Klang jetzt nicht mechanisch, sondern es spielt eine Sounddatei ab. Genau. So ungefähr. Es gibt noch einen ganz wichtigen Unterschied. Oder modelliert. Ja. Ja, die Kamera ist schon wieder. Also, um da auch eine Hörempfehlung anzuschauen. Für unsere Hörer, ich schaue jetzt sehr blöd, ja. Der Omega Tau Podcast hat eine Episode rausgebracht vor kurzem über Synthesizer, so 3,5-4 Stunden über Synthesizer. Mhm. Und da kommen eben auch so Sachen vor, wie man eben den perfekten Klavierklang nicht über Samples erzeugt, sondern das gibt es eben auch als physikalisches Modell, das man kaufen kann. Klavier. Bitte? Nicht elektronisch, sondern mechanisch. Ein Software-physikalisches Modell. Ja, ein in Software geschriebenes Modell der Physik eines Klaviers. Also der simuliert dann, dass der Hammer auf die Seite trifft. Und noch viel mehr. Und den Filz simuliert er. Und was für ein Holz und was alles. Und da kannst du eben die unterschiedlichsten... So wenig weiß der fast gar nicht. Der weiß, es gibt Hämmer und Filz. Die alte Klaviere waren nicht mit 14, sondern Leder. Echt? Ja, Schafsleder. Okay. Ich habe so ein Klavier. Also ich gestehe jetzt, in meinem Elternhaushalt gibt es ein Klavier und als Kind habe ich sehr gern gehabt, wenn mein Vater darauf gespielt hat. Also es gibt halt die Möglichkeit, das komplett
künstlich zu synthetisieren, was dann eher nur so klingt wie ein Klavier oder Piano. Dann gibt es die Möglichkeit, dass du vielleicht einen Audiosample eines echten Klaviers hernimmst und das dann einfach höher abspielst oder tiefer abspielst und leiser und lauter, oder du nimmst dann ein Sample von jeder Note des Klaviers her und spielst dann je nach Tastendruck dieses Sample ab, aber machst vielleicht die Anschlagdynamik, also wie stark du auf die Taste drückst, nur durch die Lautstärke, oder du sagst wirklich in jede Taste her und jede Anschlagstärke bis zu einem gewissen Grad und spiel dann das Sample dementsprechend ab und ich mixe in diesen Geht sogar so weit, dass verschiedene Abstände des Mikrofons zum Klavier, das macht die Vienna Symphonic Library nämlich zum Beispiel, dass sie auch verschiedene Abstände nehmen, verschiedene Klaviere und so weiter und so fort. Aber ich nehme jetzt einmal an, dass man die VSL nicht, also die komplette VSL nicht live verwenden kann. Es gibt Keyboards, also es ist eine Software, das heißt also im Prinzip hast du ein Keyboard und daran ist die VSL, das ja, ist wirklich inzwischen nicht mehr MIDI, sondern wirklich eine komplette eigene Software. Ja, aber du kannst nicht an einer Klaviatur spielen und live die komplette Library verwenden, sondern das würde technisch zumindest funktionieren. Also wie viel Tera und Terabyte hat die? Die VSL, ein paar Gigabyte. Die komplette? Ja. Also die fürs Klavier. Das Physikalische, wenn du, das ist jetzt mit Samples geredet. Ja, ja. Ich meine, da macht es irgendwie keinen Sinn mehr, das mit Samples zu machen. Klavier noch ein Megabyte zu machen. Ja, ja, das eben. Das geht easy in Wirtschaft auch. Aber auch ein paar Gigabyte, wenn du ausreichend RAM hast, warum nicht? Ja, es scheitert meistens am Pedal, am rechten Pedal. Das Klavier halt so. Ich hätte geschätzt, dass die Größe ist einfach. Also das Pedal ist ziemlich cool. Ich kann mich nicht zurückhalten, was tun die zwei Pedale eigentlich? Das linke Pedal schiebt die ganze Taste nach rechts. Das heißt, du hast ein bisschen eine andere Tonhöhe dann, oder? Nein, die Tonhöhe bleibt gleich, das sind die Seiten. Die Hämmer gehen nach rechts, sodass du nicht mehr die... Du schwingst nicht mehr voll auf die Seite, du traust ein bisschen daneben. Sagen wir so. Das sind zum Beispiel drei Seiten und statt auf drei Seiten zu hauen, haust du auf eine. Auf zwei, meine ich. Dadurch, dass es nach rechts geschoben ist. Also du spielst leiser? Ja, das ist die linke Pedal. Macht es leiser. Ja. Und auch dadurch, dass es normalerweise Fills oder so, es macht so Grooves und diese werden härter. Und wenn du es nach rechts schiebst, dann wird es dieser weiche Teil vom Fills für das sein. So es ist dann auch leiser. Ja? Also du stoßt mit einem anderen Teil vom Hammer auf die Seite schlagen. Genau. Und dadurch erzeugst du einen anderen Klang. Ja, es ist dann leiser und hat einen anderen Klang. Die rechte Pedal ist aber, wo es richtig scheitert bei E-Pianos, in dem die Seite muss schwingen können und so, dass es nicht immer schwingt, gibt es diese Dämpfer und normalerweise, wenn du eine Taste runterhältst, dann geht es für diese Taste die Dämpfer hinauf. Aber wenn du die rechte Pedal drückst, dann gehen alle Dämpfer hinauf. Das heißt, das schwingt dann herum. Das heißt dann auch Sustain-Pedal. Sustain, ja, ja. Also dann schwingen die Töne länger nach. Schwingen nicht nur die Töne, die du spielst, sondern andere Seiten. Vom ganzen Klavier. Ah, durch die Resonanz, oder? Genau. Okay. Und daraufhin schalten alle E-Pianos. Die klingen ganz anders, die funktionieren gar nicht. Obwohl diese Taste simuliert wird, oder? Genau, dadurch, dass die simulieren nicht, wie die anderen Seiten damit reagieren. Wobei es wahrscheinlich auch noch eine Frage der Zeit, bis diese physikalischen Modelle das vielleicht auch einbeziehen. Aber es ist natürlich klar, E-Piano hat auch nur eine gewisse Menge von Rechenleistung und wahrscheinlich diese ganzen zusätzlichen Schwingungen zu simulieren, ist wahrscheinlich momentan noch sehr aufwendig. Also meines Wissens nennt sich das Physical Modeling. Ich kann mich noch erinnern, dass ich auch mal was davon mitbekommen habe. Aber was ich noch sagen wollte, ein ganz großer Unterschied zwischen einem E-Piano, beziehungsweise Stage-Piano und einem Keyboard ist sehr oft nicht der Klang, sondern die Tasten. Ja. Die Tasten, es sind einfach besser verarbeitet, oder? Es gibt, also wenn du eine Taste drunter drückst, dann das Verhalten dieser Taste, wie sie sich zurückschwingt, wie du sie drunter drückst, ist wirklich unterschiedlich. Weil die Mechanik der Taste ist besser. Ja, wenn du nämlich eine Taste drückst und die Seite wird angeschlagen, da machst du ja einen Unterschied, wie stark du drauf drückst. Und du spürst auch, wie der Hammer wirklich draufschlägt und wieder zurückschwingt zum Teil. Und das spürst du auf der Taste. Und so gibt es zum Beispiel von einem Hersteller, ich glaube, das war Yamaha, die haben ein E-Piano gebaut, das dieses Verhalten nachahmt. Die haben eine komplett wie ein modernes, normales Klavier. Ja.
Und es hat die ganze Mechanik drinnen und man spielt drauf und man kann die ganze Mechanik spüren. Und auf einem Keyboard ist es einfach wieder. Also ja, das sind einfach nur so ganz komische Gummi. Ja, es ist nicht irgendwie vergleichbar. Nicht ja, da gibt es dann verschiedene Gewichte. ich lache, weil ich spüre überhaupt keinen Unterschied. Ja. Spielst du Klavier, Stefan? Nein, nicht wirklich, aber also ich bin auch noch Hobby mit einer gewichteten Tastatur, also wo du sozusagen den Gegendruck einerseits spürst, ja. Und Aftertouch, also die nimmt nicht nur den Erstimpuls auf, sondern halt über den gesamten zeitlichen Verlauf, was du mit der Taste tust und reagiert entsprechend. Für Schweinsohren macht es keinen Unterschied, aber für Musiker ist es halt das. Ich glaube, da geht es vor allem auch um die Haptik für den Spieler. Ja. Sehr starker Unterschied zwischen Stage-Spieler. Aber ich glaube, man kann schon sagen, Klaviere fühlen sich überhaupt unterschiedlich an. Das ist wahr, ja. Ich meine, ich spiele hauptsächlich auf einem Klavier mit Wiener Mechanik. Und das ist ganz anders als eine Klavier mit englischer Mechanik. Ja. Das ist die englische Mechanik, die Hammer geht so und auf Wiener Mechanik geht es so. Dann ich empfehle dazu. Für die nur Audiohörer. Die schauen dann auf Wikipedia nach. Sie hat jetzt einmal die Faust nach oben und einmal nach unten gestoßen. So, das war dann die 300. letzte Folge des Biertaucher-Podcasts. Ab nächste Woche gibt es dann die klassische Musik-Podcast. Nein, das möchte ich schon dazu sagen, der Biertaucher-Podcast lebt von den Leuten, die da sind. Wenn wir jetzt Pianisten da haben, dann will man über das zusätzlich. Ich meine, es ist halt auch mit Technologie. Ja, das ist ein Biertaucher. Wobei die Frage, die sich dann auch stellt, vielleicht kannst du die auch beantworten, wenn jetzt ein wirklich ein sehr guter synthetisierter Pianoklang oder Klavierklang im Vergleich zu einem echten Piano, wenn man jetzt die ganze Haptik und für dich als Spieler dein Erlebnis am Spielen wegdenkt, ja. Nur das Klangergebnis. Es scheitert am rechten Pedal, am Schnauzen. Okay. Dadurch, dass diese sehr gute Klavier auch diese längere Klang geht sehr schnell weg und man kann zum Beispiel, man hält die rechte Pedal runter auf einem normalen Klavier und wenn man spielt, dann bleibt der Ton groß und wird immer länger und größer, ja? Aber auf einem E-Piano, dann stirbt es immer aus, es wird nicht mehr unterstützt mit und es bildet sich nicht weiter. E-Piano hat keine Klangfarben. Okay. Oder nur eine. Aber das kommt wahrscheinlich in Zukunft irgendwann, aber so weit ist man noch nicht. Okay, ich wollte auch sagen, es gibt ein Silence, sogenannt dieses Silence System von Yamaha. Und was das ist, ist, es ist in einem modernen Flügel, es gibt bei Büsendorfer und bei Yamaha, wo es ist, dein Klavier, richtige Flügel, aber dann, wenn du es einschaltest, dann schaltet die elektronische Instrument, das du dann silently mit Kopfhörer üben kannst. Aber du hast jetzt aber Mechanik, aber du hast dann Klang vom E-Piano. Und das gibt es ja inzwischen sogar für Schlagzeuger. Ach, wirklich? Ja. Und das ist... Na, es gibt die Drumpads, aber die meinst du nicht. Ja, naja, ich nehme mal, ich selber keine Ahnung von den Dingen, aber ich nehme mal an, für Schlagzeuger ist das ein ähnliches Problem wie für Pianisten mit der Haptik. Ja. Und es gibt aber so elektronische Drumsets, die das auch simulieren, dieses Gefühl, das du dabei hast, wenn du mit dem, ja, es ist sonst mit dem Fell interagierst. Ich trottel, ich merke gerade, ich habe mich nie geschrieben. Ich arbeite bei den Shownotes. Ich habe meinen Stift vergessen, also ich muss diesmal tatsächlich den Podcast anhören. Aber bisher sind das mit den Texten ja nicht so schlimm. Es ist die 300. Folge, die Feierfolge. Ja, die kommt komplett ohne Text aus. Nein. Hören Sie es an. Und wie der Rob gesagt hat, das ist ja die letzte. Sollte negatives Feedback kommen, wird es eh nicht mehr verlesen. Was ich auch noch sagen wollte, ein großer Unterschied zwischen einem Keyboard, also von der Klaviatur habe ich ja schon gesprochen, mit einem Keyboard kann man meistens auch noch andere Instrumente spielen, wie zum Beispiel Blockflöte, oder Harfe, ja, der kann, ja, so genau. Das gibt es mit dem Piano niemals. Oder eine Orgel, das ist nämlich jetzt nochmal was anderes. Doch, geht. Es gibt auch, aber... Was, ein Stage-Piano, mit dem man eine Orgel spielen kann? Ja. Ach du meine Güte. Und weil der E-Piano sieht ganz anders. Ja, und was ist dann aber man kann auch Cembalo mit Pedal spielen. Sorry, ich muss nur sagen, das ist Cembalo mit Pedal.
Gott. Ich habe den Witz nicht ganz verstanden. Ich weiß, was ein Cembalo ist. Aber ein Cembalo hat normal keine Pedale, oder? Ja. Nein, kein Pedal. Es ist sowieso ein Instrument, das nicht mit Hämmer gegen die Saiten tritt, sondern nicht gepflückt. Also es wird gezupft, ja. Okay. Und das ist ein ganz, ich meine, dann mit Pedal. Das ist wie okay. Und es ist nur eine Seite? Nein, mehr. Achso, gibt es auch? Okay, doch, ich habe bisher nur welche mit einer Seite gesehen. Ich empfehle dazu das Technische Museum. Im Technischen Museum kann man sich die Mechanik wirklich im Detail anschauen. Das ist extrem interessant und man darf sie sogar ausprobieren. Okay. Da gibt es extra Versuche mit einer Taste. Schlägt man an und sieht dann, da kommt der Hammer hoch. Und letzte Klavierfrage von mir, dann höre ich auf. Ja? Ja. Warum sind da mehr als eine Seite pro Taste? So, dass es lauter ist. Das ist mehr vibriert. Und die unten sind sowieso nur die sind alle drei gleich. Ja. Ja. Die sollten auch gleich gestimmt sein, sonst klingt es verstimmt. Und dann können entstehen Schwebungen oder sowas. Okay. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, die haben so Ober- und Unter. Na, meistens stimmt. Außer man will experimentell sein, meistens werden die auf die gleiche Höhe gestimmt. Und. Ja, ich meine, die Sache ist, ich sage nur eine Sache. So bemüht. Die goldene Zeit der Klavierbau war mehr oder weniger 19. Jahrhundert. Das ist, wo die viele verschiedene Arten gebaut haben und wo die Markt am größten war. Mhm. Und da haben die am meisten experimentiert. Und jetzt behaupten alle Klavierbauer, die wissen besser jetzt, aber jetzt wird eine Art von Klavier gebaut und es wird Massen produziert. Okay. Das ist sehr. Das interessiert mich, die Frage interessiert mich schon seit Längerem. Baut noch jemand Wiener Mechanik jetzt aktuell? Yes, aber die machen Kopien von alten Instrumenten. Die werden aber auch die großen Hersteller oder sind das irgendwelche? Nein, das sind so kleine Hersteller. Die machen es für Spezialisten. Was machen die Großen? Was sind das Gute von der Marke her, was kauft meinst? Von den Großen gibt es die drei großen Steinway, Fazioli, Bösendorfer. Das sind die drei großen, die Luxus-Mercedes-Klasse Klaviere kaufen. Der größte Hersteller, glaube ich, ist die Yamaha. Man muss auch sagen, das Bösendorfer gehört jetzt zu Yamaha. Das ist jetzt ein Teil von Yamaha. Und die werden in Konkurs gegangen. Ja, Yamaha hat die aufgekauft. Ja. Der Bösendorfer kenne ich, weil das ist eine Wiener Neustadt. Ja. Es gab in Wien allein in zum Beispiel 19. Jahrhundert drei AAA-Klasse Klaviere. Und das war Hersteller, oder? Ja, ja. Mhm. Bösendorfer, Streicher und Erba. Das waren die. Und wenn du dir jetzt von der Fee etwas wünschen darfst, was möchtest du dann haben? Neu oder alt, egal. Ich würde gerne eine Spezialinstrument, ein Downstriking Streicher haben. Und was? Ganz was anderes? Jetzt brauchen wir erklären. Fett! Das ist. Naja, das ist eine sehr. Warum? Das ist so das leichteste Klavier. Das ist eine. Das ist normalerweise die Klaviere, die Hämmer gehen von unten und hauen die Saiten von unten. Ja? Nach oben. Nach oben, ja? Und nach links. Es gibt diese Spezialklaviere von nur Streicher, die nur ein paar Modelle gibt, die von oben die Saiten. Das heißt, dann sind die Tasten leichtgängiger? Ja, genau. Ja, man stimmt das, glaube ich, auch von unten. Nein, man muss die Mechanik rausnehmen, glaube ich. Das ist ein bisschen schwerer zum Stimmen. Ja. Okay. Aber diese Klaviere sind extrem selten und natürlich extrem teuer. Und das spielt sich dann besser oder hört sich besser an? Ja, anders, weil eine Freundin von mir steht irrsinnig auf die Wiener Mechanik, weil die so hart ist und so. Wow, ich habe eine Wiener Mechanik von 63, es ist sehr leicht. Ja? Streicher, ja. Okay. Es ist halt, die spätere Wiener Mechanik sind schwerer geworden und ursprünglich war Wiener Mechanik erfunden für leichtere, schnelleres Spielen. Ja. Zuerst war der englische Mechanik. Aber jedenfalls gibt es kein Spektrum von gut und besser, sondern nur von Vorlieben und. Naja, es gibt schon eine sehr große. Was meinst du gut und besser? Naja, es gibt sicher Klaviere, die dem einen besser gefallen und Klaviere, die dem anderen besser gefallen und keiner kann sagen, das eine ist nur, besser. Nur weil die Tasten leichtgängiger sind, heißt nicht, dass es besser ist, sondern es ist ein anderes. Es gibt Wiener Mechanik-Klaviere, die sehr leicht sind. Meistens ich bevorzuge leichte Klaviere, aber nicht, wenn die sind zu leicht, aber
Die Wiener Mechanik, die ich habe, ist sehr leicht, aber also sehr... Genauso wie ich zum Beispiel spiele gerne Gitarre mit sehr harten Saiten, die sehr streng sind, mit viel Abstand zum Griffbrett. Ja. Und ein Rockmusiker wird nie auf seiner elektrischen Gitarre so viel Abstand haben, weil er viel schneller und leichter spielen muss. Ich sage so, es ist ein bisschen wie, ich sage eine Computer-Tastatur, manche Leute mögen ein mechanisches Tastatur und manche mögen die Indestructible Keyboard, diese sehr Silicon-Bubbles. Ja. Schwarze Mikroschalter oder braune. Ja. Oder blaue. Ja, und rote. Ich meine, aber fast alle niemals rote. Ja. Moderne Englisch, nicht Wiener Mechanik. Wiener Mechanik ist gesehen als so die schlechte. Ach, die meisten Pianisten würden sagen, dass Steinway am besten ist. Würde ich sagen, das ist auch das, was meistens gespielt wird in den Konzerten. Es ist 90% Steinway und die meisten spielen um Steinway. So, und jetzt, wo was da ist? Horst weg ist. Können wir den Podcast übernehmen? Ja, also Auflösung des Biertaucher-Podcasts. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Horst ist leider gerade nicht dabei. Deswegen kann er sich jetzt nicht verabschieden von uns. Aber wir? Nein, wir warten jetzt. Aber jetzt hänge ich noch eine Frage dran, nachdem du fast aufgesprungen bist, Renate. Ich habe das Gefühl gehabt, dass du nicht seiner Meinung bist. Was wünschst du dir von der Fee? Ja, also ein bisschen exotisch, ein Downstrike-Streicher. Ich wusste, dass du sagst, ich habe vier Klavier. Ja. Ich weiß, ich habe mal einen Graf gesehen. Graf ist auch so ein Wiener Klavier, so eine Marke auch. Weißt du, was noch gebaut wird? Nein, ist auch schon längst. Wird längst nicht mehr gebaut. Seit 170 Jahren. Nicht mehr. Ja. Die klingen sehr schön auch. Das wäre nicht schlecht. Ja, das sind ziemlich teuer. Fast so teuer wie diese Downstrike in Schweigen. Aber noch nicht. Aber ein Steinway, die ist noch teurer, muss ich sagen. Und wie heißen eigentlich diese Klaviere, die kein Flügel sind, sondern die so an der Wand stehen? Ein Pianino. Pianino, genau. Ja, die sind, viele Leute sagen, die sind keine Klaviere. Naja, aber besser als ein E-Klavier wahrscheinlich. Ja, das ist besser als ein E-Piano. Das ist 100% wahr. Obwohl es auch Pianisten gibt, die sich ein E-Piano kaufen. Ja. Wahrscheinlich, weil es auch leichter ist, das dann vielleicht irgendwohin mitzunehmen. Also als Zweitklavier. Okay. Ich das nicht mögen, dass es muss nie gestimmt werden. Man muss sich gar nicht kümmern um Rom, irgendetwas. Die halten alles aus. Man kann 100 Stunden pro Woche drauf üben und einfach reinhacken, wie man will, und die gehen nicht kaputt. Und das Kopfhörer-Feature. Ja, man kann in der Nacht, egal ob man Nachbarn hat oder nicht. Naja, aber wenn man laut spielt, dann hören die... Ich möchte nur meine Tastatur erwähnen. Meine Tastatur ist lauter als jedes Klavier. Wahrscheinlich ist es aber sicher, wenn man auf einem richtigen Piano nie das rechte Pedal so verwendet hat oder damit aufgewachsen ist, dann weiß man gar nicht die Funktion des zu schätzen. Das heißt, wenn man immer nur auf einem E-Piano spielt, dann kennt man diese zusätzliche Ausdrucksweise des rechten Pedals gar nicht. Aber ich muss auch sagen, es gibt viele Pianisten und Klavierlehrer, die finden es sehr schlecht, diese Pedal zu benutzen, wie es benutzt sein sollte, und wollen einen sehr trockenen Stil, wo es dann funktioniert. Auf E-Piano ist es die überhaupt nicht benutzen richtig. Also man kann es wahrscheinlich überbenutzen oder halt nur wenig benutzen, halt sehr viel draus machen. Genauso wie ein Song, der nur aus Audio-Tune besteht, vielleicht halt danach zu übertrieben ist, aber es ist halt eine Art, wie man sich ausdrücken kann und wie man das Ganze weiterbringen kann. Und E-Pianos sind immer sehr präzise, die immer klingen gleich, und man muss sich gar nicht kommen, ob da eine lockere Schraube oder da oder was immer. Ich kann nicht aufhören über das Piano-Demo. Ich habe eine spezielle Frage an die Renate. Wie ist das mit dem Podcast eigentlich schon beendet? Er ist schon bei aus? Ja, ich bin schon vorbei. Nimmt das überhaupt auf? Haben wir da schon Record gedrückt? Mhm. Okay, gut. Also jetzt lass den Horst seine Frage. Also, wie ist das mit einem Pianisten verheiratet zu sein? Gibt es da spezielle... Das musst du Karl fragen. Er ist aber mit einer Pianistin verheiratet. Ach so. Ja, genau. Naja, es ist eigentlich, würde man denken, als Pianist, dass es der Albtraum eines Pianisten ist. Okay. Ja. Spielt sie nicht dann vierhändig Klavier und so? Nein, ich meine, normalerweise ist es eher schwierig. Zwei Pianisten. Ah. Ja. Es ist sehr schwierig von Räumlichkeiten zum Beispiel. Nicht zu viel Ego, sondern wegen Platz.
Du hast auch eine eigene Klaviersammlung mitgebracht in die Ehe, oder? Naja, ich habe auch, ja, hab auch zwei Klaviere, ja. Sie hat gerade einen Yamaha und ein E-Piano. Ja. Und ich habe einen Büsendorfer, einen Streicher, ein RA. Und den RA-Teil haben Sie vergessen. Ja, RA-Teil haben wir, ja. Das ist der Dienstgrund 6. In Kalifornien hast du auch noch 5. Ja, ich habe noch in Kalifornien ein RA. Ah, das Modell ist bei mir. Wie groß ist die Wohnung oder das Haus? Ein Reihenhaus. Ja, das ist das Problem. Ja, geht eigentlich nur noch eins rein. Ein Klavierzimmer. Zwei Klavierzimmer muss man haben. Davor war eigentlich Wohnzimmer mit Couch und so, aber die Couch ist rausgeblasen. Platz für die Klavier. Ja, es ist ein Problem. Das ist wirklich mit Reihenhaus. Mit einer Wohnung wäre es komplett ausgeschlossen. Und ein Reihenhaus ist noch auch nicht ideal wegen Nachbarn und diese Sachen. Da muss man aber rein. Deshalb wollt ihr ein Haus. Ja. Okay. Das ist ein Gitarren. Also kann man sagen, dass das ist platzaufwendig mit einem Pianisten zusammen wohnen, weil der einfach Klaviere mitbringt in die. Man braucht sie nicht selber zu kaufen. Nein, es ist, man braucht zwei ganz gut abgetrennte Zimmer, wo man nicht gestört wird von anderen Personen. Aber wenn sie beide gleichzeitig üben wollen. Genau, muss man. Dann ist es, es geht nicht. Dann ist es, wenn ich üben würde und dann sie und wir würden uns nur abwechseln, dann würden wir uns nie sehen. Ich habe einmal mit einem Streicher, mit einem Cellisten in einer WG gewohnt. Und? Naja, so viereinhalb kein Stunden. Elektro-Cello. Viereinhalb Stunden gefühlt der gleiche Ton. Ah, ja. War schon anstrengend, aber es hat auch was Meditatives. Ja, ich hatte Nachbarn oben drüber, die hatten, das war eine Musiker-WG, Geige, Cello und Klavier. Und das war, ich weiß nicht, was sie für, das war auf jeden Fall kein Flügel. Ich konnte aber jedes Konzert sozusagen, in Anführungszeichen Konzert, dann mithören, was die demnächst spielen werden. Aber um ehrlich zu sein, der Nachbar, der dann die Schlagermusik laut gemacht hat, der war nervig. Es war nicht schlimm mit ihm, es war nur gewöhnungsbedürftig. Ja. Ich muss auch sagen, man muss auch die richtige Pianistenpartner haben und Musikerpartner, dadurch, dass wenn man unterschiedliche Meinungen hat, wie man Musik spielen will. Oder wie es gestimmt werden oder soll. Wie man das oder das, dann kann es sehr schnell in einer jeden Tag Hölle sein, dass man sich gegenseitig umbringen will. Ne? Nein, die Seite ist nicht verstimmt. Ganz berühmt mit der Klavierseite erdrosselt. Und habt ihr auch andere Instrumente außer Geige. Klavieren? Ich habe auch Geige studiert. Also, du kannst doch Geige spielen, professionell? Ja, nein, professionell. Es kommt davon, was du meinst mit professionell. Für Geld. Das andere dir was zahlen. Kannst du professionell? Ja, ich kann professionell auf Kinder aufpassen, ich kann professionell Sachen dort packen, du musst mir nur Geld dafür geben. Wir können alle professionell essen. Hab sogar mal Geige gespielt. Also. Ja, ich meine, ja, natürlich habe ich mal Geige gespielt für Geld, aber ich meine, dann zählt jede Person, die zum Beispiel, ich weiß nicht, in einem Kirchenorchester gespielt hat. Oder okay, was. Okay, ja. Oder auf der Straße für Geld. Ja. Und wo jemand 10 Cent reingeschmissen hat. Das ist die Sache. Ich meine, ich würde nicht jetzt ein Orchester spielen können. War eine professionelle. Ich meine, ich habe mal zum Beispiel eine akademische Orchesterverein mal gespielt, aber. Geige, ja. Aber. Ich habe ein Orchester gespielt, aber nicht in eine reine professionelle Orchester. Sowieso, es gibt sehr viele Leute, die sehr gut spielen können und nicht in Orchester spielen können. Okay, allgemeine Frage. Ja. Das fasziniert mich, das Thema extrem. Gibt es ein sogenanntes Cash-Instrument? Sagen wir, ich habe eigentlich überhaupt keinen Geschmack an Musik und betreibe das zum Geldverdienen. Ja? Welches Musikinstrument ist dann sozusagen am meisten in Demand? Also, E-Gitarre? Nein. Ich habe die Frage nicht einmal verstanden. Das beste Musikinstrument zu lernen, wenn man viel verdienen will. Ja. Oder stell dir vor, ich hätte Kinder singen und. Singen und dann stimmt, kann man mit den Programmen die Tonhöhe korrigieren und so. Singen. Also du verdienst als Sänger mehr als Instrumentalist? Hobbys verdient man sicher mehr. Autotune kriegst du 50 Euro. Ja, ja. Und so. Und du brauchst weniger Geld. Also das kannst doch du machen. Ja. Okay. Sein Klavier ist natürlich teurer als jetzt ein Mikrofon zum Singen. Ja. Naja. Also Beatboxing brauchst du noch ein schlechteres Mikrofon, das ist noch günstiger. Da würde ich auch nie einen Zoom nehmen zum Beispiel. Aber wir können mal einen kurzen Sing-Test vom Horst machen. Wir haben jetzt das Mikrofon schon hier. Wird auch ein Podcast. Als kleines 300. Episoden-Special sehen wir mal, was vor eine Ode
an den Biertaucher. Bitte nicht, dann ist wirklich die letzte Folge. Ich hätte einen anderen Vorschlag, und zwar den Countertenor-Part aus der Carmina Burana. Er hatte keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das würde ich dir niemals verzeihen. Ja, aber Sänger oft, zum Beispiel ein Opernsänger, wenn ein Sänger spielt mit Klavier, dann die Konzert organisierende Leute bezahlen meistens die Sänger mehr. Dann sind die Sänger so mehr wie Popstars und die sind auch bekannt, persönliche Erfahrung auch sind ja auch. Aber die können nichts vererben, ihr könnt ja Klavier vererben. Ne? Ich habe auch keine Klavier vererbt. Nicht. Was noch ein Vorschlag wäre, wo das wo sozusagen Investition, Bezahlung ganz gut passt, ist die Pauke. Pauke. Pauke spielen, ja. Das ist diese große Trommel. Richtig, da machst du ein oder zwei Schläge in einem Konzert und bist ausgesorgt. Ich kenne den Pauker, der wird dich jetzt ziemlich. Ja, das Problem dabei ist, du kannst doch nicht nur Pauke. Böse anschauen. Perkussion. Ja, natürlich, ja. Aber. Ja, das, ja, aber Percussion, die sind sehr, es ist wie, die Percussion ist, die spielen zum Beispiel Cymbal und die spielen jetzt genau eine Stelle im ganzen Sinfonie. Aber die müssen es genau richtig spielen, ja. Auf genau Zeit. Diese Zeit, genau perfekt, sonst werden die sofort rausgehaut. Ich habe da erst am Wochenende ein schönes Zitat gehört, ich hoffe, ich bekomme es noch so halbwegs zusammen. Ein falscher Ton und es ist dein Ende. Ein Farbklecks falsch gesetzt und es ist ein Kunstwerk. Tja. Nee, ist auch keine Frage. Ich meine, ein falscher Ton bei Klavier ist nichts, aber weil. Schlecht stimmt. Nein, ich meine, ich spiele da auch falsche Töne. Ich meine, wenn man zum Beispiel 20.000 Noten spielt, dann 10 falsche Töne, das ist 0,1%, ja? 20.000 Codezeilen, 10 falsch. Damit könnte man zum Mond fliegen. Also jede 10. Zeile ist in der Regel falsch. Tja. Also ein Fehler drin. Außerdem falsch muss er dann nicht heißen unharmonisch, ne? Also wenn man eine vergisst oder Free Jazz. Ja, Free Jazz kann ich auch. Hopp, wolltest du nicht über irgendwas granteln? Ich hab doch hier Microsoft. Dauernd. Ja, Microsoft. Ja, Microsoft gegrantelt. Nur du hast jetzt habe ich nochmal über Microsoft gegangen. Ja, aber kannst du das auch spezieller begründen? Oder? Microsoft ist Arsch. Und vielen Dank für diesen Beitrag. Und wenn wir das andere Mikrofon Neues verwenden, sind alle eure. Hast du eine neue Erkenntnis, was Microsoft anbelangt? Nein, ich glaube, die Erkenntnis ist nicht neu, aber ich hab noch keine wissenschaftlichen Daten, die ich. Also, ich habe nur Vermutungen und die möchte ich jetzt nicht unbedingt ausbreiten, aber. Conclusio der ganzen Geschichte ist, den MSN-Bing-Microsoft-Search-Toolbar und Skype deinstallieren und nie wieder drüber nachdenken. Okay. Ich habe mal jemand, die Registrierkasse-Software, die hatten ein Problem auf die Linux-Version. Auf Windows hat es perfekt funktioniert. Und es war, okay, das ist vielleicht ein bisschen fad, aber die haben einen sehr basic Fehler, das ist, war auf einem USB-Stick und das Software ist gescheitert daran, dass es nicht auf dem USB-Stick schreiben konnte. So, man musste es manuell auf dem Festplatte kopieren, sodass dann diese Registrierkasse Software funktionieren würde, auf Linux. So für Windows und Mac hat es normal funktioniert. Und das war so ein basic Fehler. Vielleicht weil das Dateisystem auf dem Stick entweder NTFS oder XFAT gewesen ist und das vielleicht. Es ist immer schwierig. Verwendet Windows, ist gescheitert, habt ihr keine Probleme. Oder da habt ihr andere Probleme. Ne? Da, aber Thomas lacht jetzt, das muss man so sagen. Nein, nicht wirklich. Nein. Also es stimmt natürlich schon, weil man mit aller Gewalt versucht. Verwendet Windows, dann haben wir weniger Probleme. Wollte ich auch gerade sagen. Wir euch nicht helfen müssen. Kennen Sie sich mit Windows aus? Nein. Perfekt, alles abgeklärt. Hm. Kennen Sie sich mit Ubuntu aus? Ja. Ah, ich habe ein Problem. Das passiert aber selten, oder? Nein, um ehrlich zu sein, passiert mir das schon recht häufig. Meine Freunde zu sehr konvertiert. Kennen Sie sich mit Windows aus? Wenn ich damit Nein antworte, wunderbar. Oder wenn ich sage, Softwareentwickler oder IT oder sowas, war es früher ganz schlimm. Da haben die sofort dann angefangen mit Windows-Fragen und so weiter. Aber heutzutage sage ich bei Windows, nö, sagt mir nichts.
Dann passt die Sache schon. Und ja, letztens in der Kneipe gesessen und zack, vorne bis hinten Linux-Systeme. Und zwar nicht GNU-Linux, sondern wirklich nur Linux. Und damit daran erkennt man schon Leute, die sich nicht wirklich gut auskennen. Ja, aber das ist ja alles... Also, das ist ja alles... Was ist dann GNU-Linux und was ist dann Linux? Die Leute bezeichnen Linux einfach als das ganze System. Aber das bringt auch keinem irgendwas, wenn man jetzt mit den Leuten zu diskutieren anfängt. Nein, das, was du meinst, ist nicht Linux, sondern GNU. Natürlich, ich diskutiere auch nicht. Es ist nur eine Erkenntnis für mich. Und genauso ist auch das Problem, wenn es dann unter Linux-Fans das gibt, okay, verwend nicht MP3, weil das ist böse und alles Mögliche. Der Mensch erwartet sich, wenn er seine MP3-Files irgendwo runterlädt oder das aufnimmt, dass es funktioniert. Das ist komplett Wurst, ob das jetzt viel, viel besser ist, dass man Ogg verwendet oder Opus oder was auch immer. Es soll funktionieren und genauso ist auch bei diesem Dings, wenn es da wirklich darum geht, bei dieser Registrierkassen-Software mit, ich vermute jetzt mal, dass es ein Dateisystem ist, es soll einfach funktionieren. Ne? Und ich glaube aber, es war ein Read-Only USB-Stick, aber dass es sowas gibt. Ja, ich muss schon. Also es kann sein, dass Linux das mounted als Read-Only. Ja, es könnte die, auch die schreiben, sein, aber ich habe es versucht, ich meine, auf alle Computer, die ich jetzt versucht habe, ja, also auf ein paar Computer-Kunden drücken, das war einmal. Ich meine, es ist eine sehr basic Frage. Ich meine, man macht einfach ein Skript, sagt, kann ich es schreiben? Ja, nein, okay, nicht, dann installiere ich es, fertig. Ja. Und vom Thema komplett tot. Unity ist tot. Ja, das ja, möchte noch eines sagen. Nein, es gibt schon, es gibt die Kamera zwei fällt gleich aus. Ja. Und zwar kompletter Akku ist leer. Ja, das macht nichts. Die Kamera hier läuft weiter, das heißt also. Es darf jetzt nur noch unsere Seite reden. Richtig, genau. Only that side. Das wird echt. Das heißt, die Stimme aus dem Hof. Wir brauchen wir nicht mehr einen Bauch einziehen. Nehmen wir noch einfach die SD-Karten raus und dann. Unity. Ich habe mal Unity auf. Sagen wir vielleicht kurz dazu, was Unity ist. Ist eine Spielengine. Ich wusste, dass das kommt. Jemand kommt immer. Die ist aber nicht tot, die Spielengine, sondern du redest von was anderem. Du redest von einem Linux-Desktop, ne? Der von Ubuntu gepusht wurde. Ja. Nur von Ubuntu, obwohl es Open Source ist, hat sich keiner für interessiert. Mhm. Es gab Ports auf. Ja, obwohl es Open Source ist, hat sich keiner dafür interessiert. Man müsste eigentlich davon ausgehen, wenn das eh Open Source ist, dann müsste ja eh nie jeder dafür interessieren. Ja, das, sagen wir mal so, hier war der Grundgedanke Gedanke von Ubuntu, also besonders von, wer ist der nochmal? Mark Shuttleworth. Ja, genau, von ihm. Ja, wir schmeißen es auf den Markt, das haben sie ja auch mit Upstart gemacht. Und dadurch, dass es Open Source ist, werden sich auch andere daran interessieren. Und da es Ubuntu standardmäßig als Desktop einsetzt, wird es sich auf kurz oder lang durchsetzen, weil es ein super Desktop wird. Das ist natürlich, hat natürlich nicht funktioniert. Das, und dann haben sie es ja auch noch mit dem Mobiltelefon verknüpfen wollen, dass die Unity auch fürs Mobiltelefon ist, also One Software Fits All. Das haben sie aber bei GNOME 3 probiert, aber naja, mit Touchscreen. Und, das neue Feature, das dann bei Android kommt? Achso, dass das in Zukunft auch auf dem Desktop funktioniert, ja. Ja, in GNOME 3 haben sie nie versucht, das Ganze auf ein Phone zu bringen. Nein, aber Touchgeräte. Ja, aber die Idee war nicht die gleiche wie hinter Unity. Ja, aber eine ähnliche. Stefan, da du das Thema eingeworfen hast, was ist deine Meinung dazu? Dass sie jetzt den Teufel mit dem Benzin austreiben. Und zwar mit? GNOME. Aha, das wird nicht besser. Back to GNOME. Sie haben ja sowieso GNOME als Software benutzt. Sie haben ja nur sozusagen die GNOME-Shell durch Unity ersetzt. Das war ja alles. Sie hätten im Haus den Mate Desktop, sprich der Hauptentwickler von dem, haben sie auch als Angestellten im Team, der war eigentlich auch im komplett integriert. Aber das ist ja GNOME 2 noch. Nein, das ist immer GNOME 2. Das ist mittlerweile auch also GTK 2 meinst du. GNOME 2, aber mit GTK 3. Ja, und wird auch schon auf GTK 4 exportiert und so. Also eigentlich hätte das auch kein Library-Problem. Liebe Menschen, seid froh, dass es jetzt zumindest eins weniger gibt. Ja. Weil, wenn irgendwer sagt, ich habe Windows und wo finde ich einen Taschenrechner Hausnummer? Dann kann ich dem ungefähr sagen, okay, es gibt irgendwo eine Startleiste und da drückst du drauf und dann findest du irgendwo das und das. Ja, und das bei Linux. Wenn irgendwer einen Mac hat unter macOS,
dann kannst du den Menschen ungefähr erklären, wie das Ganze funktioniert, wo das ausschaut, und wenn ich mich auf seiner Mac setze, kann ich ungefähr davon ausgehen, dass das alles halbwegs funktioniert. Wenn ihr sagt, hallo, ich habe Linux, bitte helf mir dabei, dann gibt es 10.000 Varianten. DC. Ja, ich habe alle meine Bekannte immer, ich habe alle auf alle einfach Ubuntu getan, das ist der Mann. Was Standard Ubuntu? Ubuntu. Okay. Das ist Ubuntu mit KDE. Ja, das was auch, ich auch verwende seit vor Unity, ehrlich gesagt. Aber ja, Unity habe ich auch versucht. Und was ich gehasst habe dabei war, auf eine Art von Interface wäre es perfekt für meine Netbooks, aber es war einfach viel zu schwer für meine Netbooks. Aber was eigentlich das Interessantere an der Geschichte ist, ist, dass sie damit diese Convergence-Idee aufgegeben haben. Also dieses läuft auf Telefon und... Und damit haben sie in letzter Konsequenz eigentlich auch die Telefonie komplett aufgegeben. Das ist wieder sehr schade. Aber jetzt ist es wirklich, jetzt ist es sozusagen besiegt. Ja, aber das hat auch nie wirklich funktioniert. Sie haben auch einige Entwickler gleich rausgekommen. Das ist was, das habe ich aber auch nie wirklich verstanden. Ich gebe es zu, ich bin Mac-User und iPhone-Entwickler und so. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, dass die Android-Seite der Entwicklerwelt sehr, sehr begeistert von der Idee war, alles gleich zu machen, und man hat, ich weiß nicht, es hat ja zig Projekte gegeben, einmal draufschmeißen und man hat für alle Plattformen eine App. Und die Mac-Seite und die iPhone-Entwickler-Seite der Welt hat irgendwie immer gesagt, das funktioniert nicht wirklich. Ihr macht eures und wir machen unseres. Und das vor Jahren. Und jetzt langsam sehe ich, dass viele andere Leute auch drauf kommen, dass ein Projekt, aus dem alle verschiedenen Plattformen rausfallen, nicht funktioniert. Aber in der Apple-Welt gewinnt doch auch das iOS total an Market Share im Verhältnis zum macOS. Also das mobile Betriebssystem und die Tablets nehmen immer mehr zu. Ja, die schon. Die Desktops eher ab. Ja, aber was ich meine ist, es gibt, du entwickelst getrennt. Also nein, nicht wirklich, das stimmt so nicht. Die User Experience am Mac und am iPhone kannst du dieselbe Basis haben in einer Applikation. Zwei verschiedene. Aber das, was das User Interface anbelangt, hast du eigentlich zwei verschiedene handgestrickte Dinge. Und auch wenn du mich als Mac oder iPhone, wenn du mich als iPhone-Entwickler fragst, wie soll eine Android-App ausschauen, dann sage ich, mach sie so, wie du glaubst, dass sie ausschauen soll. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, dass Android-Entwickler sagen, ja, wir haben die Lösung und wir drücken auf einen Knopf und es fällt die iPhone-App raus. Und für uns hat die dann immer komisch ausgeschaut und unpassend und sperrig. Aber es waren auch die Apps für die Ubuntu Phones nie die Desktop-Apps wirklich. Also die haben auch eine eigene Experience gehabt. Ja, aber haben das die... Hat eh keiner Aber das sind alles zum Großteil nur Konzepte oder Prototypen. Ja. Du kannst das Teil nicht verwenden können day-to-day. Man darf auch nicht vergessen, dass Unity, das was sie jetzt eigentlich gecuttet haben, das ist Unity 8, komplett andere Codebase wie das Unity, wie man es eigentlich am Desktop kennt. Mhm. Unity 7 ist vielleicht schon lange nicht mehr entwickelt worden, hat aber meiner Meinung nach super funktioniert, war sehr, sehr polished, hat keine Probleme gegeben. Das Problem war nur trotzdem immer, es hat es nicht überall gegeben. Das heißt, wenn man Linux gehabt hat, hat man vielleicht KDE gehabt, vielleicht Unity, vielleicht GNOME 3 oder vielleicht irgendwas komplett anderes. Jetzt hat man zumindest eher, geht man eher in Richtung GNOME 3 und man weiß ungefähr, okay, wenn du Linux verwendest, verwendest du vielleicht GNOME 3, aber dann gibt es auch KDE und so weiter. Und diese Convergence hat es halt nie wirklich gegeben. Das war halt im Konzept, das hat Prototypen gemacht, das natürlich auf seinen Phone installieren können, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Und ist aber eigentlich nur gesagt, was sie aufgegeben haben und worauf ist jetzt der Fokus? Auf IoT und die Cloud. Und auf Snap. Ich habe mal Snap gekriegt. Hat jemand anders auch verwendet, was war es, Ubuntu Cloud, oder bin ich die Einzige? Ubuntu One. Ubuntu One. Ja, habe ich verwendet, so. Und dann war es plötzlich tot. Ja, dann war tot, ja. Nee, produktiv genutzt nie. Ich habe mal reingeschaut und das ist nicht zwei Stunden praktikabel. Zwei Stunden haben wir schon? Okay. Wir sollen mal langsam abwürgen, den Podcast, oder? Ich wollte nur ganz still, ohne dass die Hörerschaft es mitbekommt, dir andeuten, dass wir genau zwei Stunden aufgenommen haben. Also jetzt zwei Stunden, wenn wir alles rausschneiden. Das heißt, die Videokamera zeichnet nicht so lange auf? Ja, genau. Die Mikros zeichnen schon länger auf, ja. Ach so, das hast du schon vor... Die haben wir eingeschaltet. Die Zeit driftet ein bisschen, okay. Die geht ein bisschen schneller. Ja. Aber mit welcher Höhe redest du? Bis jetzt hat doch keiner... jetzt ausgehört und mitverfolgt. Stimmt. Das wäre vielleicht eine Idee. Biertocher live. Livestream oder so.
Ja, oder mit Publikum. Ja. Nein, jetzt kommen schon die ganze blöden Ideen. Publikum ist eh da. Publikum ist. Ja, eingespielte Lacher. Hey, es funktioniert. Seid einfach lustiger. Weil jetzt angedeutet wurde, dass sich das niemand anhört. Ja, ich frage mich das ja auch, wer sich das anhört. Aber bitte, unser Lieblingssponsor Jörg Wakonik hört sich jede Woche Biertaucher. Wow. Das dann. Einen eigenen Anteil. Also wirklich jede Woche. Vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich klopfe jetzt nicht auf Holz, weil sonst hätte man diese Stelle. Ich höre jede Woche, aber mit 2,5-fachen Kredit. Also ich sage herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Ich bin sehr, sehr stolz auf jeden, der uns auch nur teilweise angehört. Ah, ja. Wir könnten eine Umfrage machen und dann hören, wer es am schnellsten hört. Am schnellsten der Peppi, weil er hat gesagt, er hört alles mit 3. Achso, und das heißt, er hat auch schon mal 4-fach probiert. Der Peppi hört uns, oder? Nein, weiß ich nicht. Aber also, er hört seine Podcasts dreifach ist schon hart. Cinnamon oder Mate? Was? Bitte? Desktop, okay. Und Fokus auf Mate. Und was ist jetzt der Unterschied Mate eigentlich? Also Mate spricht nicht aus. Alles besser wie KDE. Und mehr Sorgen dazu. KDE ist gut. Also wie den Tee. Das war zum Beispiel KDE Neon. Wird immer wieder hochgelobt. Also ich als Very Polished Distro. Ich habe es einmal ausprobiert, finde ich gar nicht. Also da ist mir Kubuntu immer noch etwas lieber. Na, normalerweise würde ich das ja als Feedback in irgendeine Google-Form reinschmeißen. Das wir nörden zu viel. Ja, Meinungen und Meinungen und Meinungen. Bringen, das also nur Wahrheit. Ich schließe mich genau darauf an, bitte, wenn Sie noch was sagen wollt, tut es etwas, was ihr selber erlebt habt. Genau, also was ist der Unterschied zwischen Cinnamon und Mate? Was ist erlebt, den Unterschied? Ich habe es vor kurzem gelesen, aber ich habe es schon so vergessen. Kann man ja, dann nächstes Thema. Gibt es eigentlich Club Mate mit Zimtgeschmack? Ja, Wintermate. Kommt es bisschen. Cinnamon, hasse ich richtig, das ist Linux Mate, benutzt das. Oder? Entschuldigung, ich möchte jetzt wirklich das Thema abhören. Ja, schöner Leiden hätte ich noch eins. Bitte, Leide. Du warst doch bei der Polizei, hast du erzählt. Richtig, genau. Ja, ja, ich war bei der Polizei, ich muss eine Zeugenaussage. Folge 200, ich weiß gar nicht, 38 oder sowas, muss ich nochmal nachschauen, habe ich davon erzählt, was ich erlebt habe. Da, wo dich jemand angegriffen hat? Nein, das habe ich vor 2 Wochen erst erzählt. Da habe ich auch Informationen jetzt bekommen, aber ich rede nicht drüber, weil... Aber was war in 238? Da habe ich erzählt, dass ich eine Schlägerei zwischen einem Türsteher und potenziellen Nichtgästen gesehen habe. Jawohl, erinnere mich dunkel, ja. Ja, und da... Du bist jetzt erst als Zeuge verlangt? Ja, genau, richtig. Schon gescheit, lang her. Also zuerst einmal vielleicht vorneweg, das habe ich erst später erfahren, weshalb erst jetzt. Mhm. Es gab insgesamt 4 Zeugen, 3 wurden vernommen, ich aber nicht, weil aus irgendwelchen Gründen. Ja, ich weiß nicht genau, weswegen. Diese 3 Zeugenaussagen waren deckungsgleich, vermutlich, weil ich meine, ich weiß, wer das ist. Und okay, dann drehe ich mal die Kamera auf mich. Ja. Oh, also ja. Das war jetzt über ein Jahr her und du wurdest aber nicht vernommen. Ja, ich wurde nicht vernommen, weil... Aber deine Adresse wurde notiert bei dem Vorfall. Ja. Die Zeugen wurden sowieso erst später vernommen. Okay, ja. Und jetzt, ein Jahr später, haben sie dich versucht zu vernehmen. Hast du es ausgeschaltet? Ganz klar. Batterie leer. Okay, wir haben kein Bild mehr. Der Videofeed bricht jetzt ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Rest dieses Podcasts kriegt ein schwarzes Standbild. Auf der ganze. Ja, okay, wo bin ich stehen geblieben? Also weshalb ich als letztes kam, ich weiß es nicht. Ja. Wichtig ist, weshalb ich jetzt aber trotzdem vernommen worden ist, weil der Staatsanwalt es haben wollte. Wollte die Polizei mich nicht vernehmen. Die hatte sowieso damals kein besonders großes Interesse, mich zu vernehmen, weil es nur für die Arbeit bedeutet. Und jetzt hat der Staatsanwalt halt dem gesagt, das heißt, ich bin der 4. Zeuge. Und die Frage jetzt, Beinhard, was haben Sie damals vor einem Jahr gesehen? Das ist jetzt schon lange her, ne? Ja. Ja. Okay, also ich konnte mal... war so klar, dass das passiert. Und? Typisch was ist passiert? Das habe ich ja damals alles im Podcast erzählt. Ja, aber du hast das damals nicht zu Protokoll gegeben.
Nein, das damals wurde nur sozusagen meine Adresse notiert. Zeugenaussage ist was völlig anderes. Ja, ja. Aber jetzt hat musstest du zur Polizei oder wie hat das funktioniert? Er hat mich am Sonntag um kurz vor neun angerufen. Am Sonntag wurdest du vom Staatsanwalt angerufen? Nein, vom Polizisten, weil Staatsanwälte vernehmen kann, sondern das wird dann an die Polizei zurückgeleitet. Und die hat am Sonntag Zeit für sowas? Ja, und wir haben einen Termin für Sonntag 14 Uhr ausgemacht. Den selben Sonntag? Am gleichen Sonntag, ja. Okay. Das war alles am Sonntag. Ja. Das ist jetzt dann dringend gewesen. Das war dringend, ja. Das ist ja 60 Wochen gelegen, ne? Das ist Zeit. Ja. Und dann bist du wirklich hingegangen und hast deine Aussage gemacht? Ja, ich habe meine Aussage gegeben. Ja? Dass, also vor der Polizei und der hat das mitprotokolliert. Der Polizist hat das mitprotokolliert. Und richtig so mit einer mechanischen Schreibmaschine? Nein, nein, gehört, nein, aber der hat erzählt schon, dass früher tatsächlich, wenn irgendwelche Sachen noch gemacht werden mussten, wurde getippt. Weil es wird ja alles, was ich zum Protokoll gegeben habe, getippt. Ja. In Word. Ja, mit Arial als Schriftart. Mhm. Dann wird das Ganze ausgedruckt, dann lese ich das Ganze nochmal durch. Ja. Und wenn es passt, unterschreibe ich es. Ansonsten sage ich, ja, das passt nicht, das bitte ändern. Und der Arme muss das noch einmal einspannen, das Word, ne? Ja, genau, korrigiert das und drückt es nochmal aus. Ja, okay. Und früher halt auf Schreibmaschine, jetzt halt am Computer. Da habe ich mich sowieso mit ihm unterhalten, wie das ist. Und ja, das Witzige ist nämlich, ich habe die ganze Zeit von drei Leuten gesprochen, die ins Lokal kommen wollten, weil eine Notiz halt stand 3 sozusagen implizit drauf. Aber im Gedächtnis habe ich immer nur 2 gesehen und ich konnte mich nur an 2 erinnern gleichzeitig. Es hätte sein können, dass ich vielleicht immer nur 2 gesehen habe. Ja. Okay, gut. So lange Zeit verschmiert sich so viel im Gehirn. Das ist vollkommen illusorisch, sich das im Detail vorzustellen. Also die Details konnte ich ziemlich genau noch wiedergeben. Der war erstaunt, dass das für mich möglich war. Und so glaubst du, dass das stimmt, was du gesagt hast? Glaubst du dir selber? Glaubst du mir selber? Ja, das glaube ich schon. Aber du hast jetzt kein Feedback bekommen, wie die Gerechtigkeit da ihren Lauf genommen hat? Also war schon Gerichtsverhandlung oder irgendwas? Nein, Gerichtsverhandlung kann dir erst geben, wenn der Staatsanwalt Anklage erhebt. Mhm. Weil es handelt sich ja um Körperverletzung. Mhm. Körperverletzung bedeutet automatisch, der Staatsanwalt muss auf jeden Fall eine Verhandlung bearbeitet werden, selbst wenn keiner Anzeige erstattet. Okay, ja. Es ist verpflichtend. Ich darf inzwischen sagen, dass es sich um leichte Körperverletzungen handelt. Das darf ich sagen, ich darf nur nicht sagen, wer. Okay. Also ich habe auch keinen Namen oder sowas erfahren. Aber ich, Den hast du in der Verschwiegenheitserklärung unterschreiben müssen? Oder? Nein, ich bin keine Vertrauensperson oder sowas. Mhm. Ich habe das extra jetzt gefragt, was ich im Podcast erzählen darf. Ich darf keine sogenannten Nationalien erzählen. Ah, okay. Das sind die Personalien für mich. Mhm. Ja, das darf ich nicht erzählen. Und der Polizist hat natürlich gesagt, Biertaucher Podcast, das hören wir auch täglich. Was ist ein Podcast? Nee, nee. Okay. Das war ein typischer. Bin ich noch immer noch Panoptikum. Ja. Genau, Biertaucher Podcast, der ist jetzt bei Panoptikum ganz oben. Ganz, ne? Ja, genau. Ja, und ich habe sie dann anschließend unterschrieben und eben, weil ich war schon weg und dann ist mir eingefallen, nein, es waren da auf keinen Fall 3. Höre den Biertaucher-Podcast, den ich vorher auch schon angehört habe, aber nicht die Anzahl mir darauf geachtet habe. Und im Podcast habe ich definitiv 2 gesagt und dann war es ganz klar, eine Information, die ich schriftlich niedergelegt habe, stimmte nicht. Und dann bin und ich nochmal zurückgegangen. Und hast du halt Herrnslaut Biertaucher Podcast, waren es doch nur 2. Ja, ich bin mir ganz sicher, dass es nur 2 waren. Und der Mathematiker in mir sagt mindestens eine Information, die dann mir gelegt wird. Okay, ja. Ja, alles, was ich, was ich gesagt habe, sind Informationen, die ich sozusagen... Was mich jetzt interessiert, du hast dann im Protokoll zu Protokoll gegeben, dass du aufgrund vom Biertaucher-Podcast die Aussage widerrufst, oder? Nein, nein. Schade, ich habe es nicht widerrufen, sondern es kamen neue Absätze dazu, wo da unten drunter steht, inzwischen kann ich meines Erachtens... Nach Anhören vom Biertaucher-Podcast 236 erinnert sich Zeuge präzise an die Nummer. Okay. Ja, also da wurde sozusagen nichts geändert, sondern unten dran Absatz und die Korrekturen. Halt. Ja, wann der Podcast zur Wahrheitsfindung beiträgt. Natürlich, coole Sache. Also falls es zu einem Gerichtsverfahren kommt, was nicht unbedingt wahrscheinlich ist, eine der Personen war minderjährig, daher könnte es sein, dass es zu einem Gerichtsverfahren kommt.
Okay. Wie wird der Podcast vor Gericht als Beweis? Ich hätte gern, dass der Podcast in voller Länge vor Gericht wird. Und ich möchte dabei sein. Die Verhandlung wird in der Zypresse stattfinden. Ich weiß nicht, Zeugenaussage ist ja im Prinzip etwas schriftlich Niedergelegtes, aber rein theoretisch dürfte auch akustische. Und wenn ich sage, ja, das ist eine komplette Zeugenaussage, halt nur nicht bei der Polizei gemacht, müsste es eigentlich theoretisch genauso als Gericht dafür Zeit hat. Ich so vom Horst alles manipuliert. Sicher, ich schneide ja auch dran. Thomas, Hobby, er steht so am Rande. Wir wollten nur die Tonspur nicht stören. Ach, ja. Ich glaube, wir sind eh schon ziemlich. Aber das hast du ja jetzt erlebt. Ja, das tun wir jedes Mal. Passt. Wollt ihr wieder euch hinsetzen? Nein, ich glaube, wir werden jetzt gleich einen Schlusswort sprechen. Okay, wir rutschen durch. Hier rein, dass die zwei sich gleich sehen. Dass die zwei das Schlusswort. Setzt euch, wenn ich für Schlusswort setze, dann so ungemütlich. Da hast du ja dann nur 20 Interviews, die ja heute hinten anschneiden. Ja, genau. Nein, nicht 20, 300. Ja, genau. Ich plane die goldene Best-of-Bierdacher-CD. Ja, eben, um Nummer 1 zu werden im Charts. Genau, ich mache eine 200. Da sind ja nur ein paar hundert nötig in der richtigen Woche. Nein, ich muss sagen, ich bin ziemlich ausgequasselt. Wenn jemand ein Schlusswort sprechen möchte oder noch was zu erzählen hat, möge er das möglichst jetzt tun. Ich schaue auffordernd in die Runde. Oder vielmehr schweigen. Oder gibt es eher beredtes Schweigen? Auf 300 mehr. Auf 300 mehr, auf die nächsten mehr. 300. Ja, ich stoppe den Zuckerstreuer an. Passt. Oh, Flasche leer. Oh, Salzstreuer. Zuckerstreuer. Und mit diesem schönen Geklingel verabschieden wir uns. Wenn Sie nächste Woche dabei sein wollen, wieder in der Zypresse, 19.30 Uhr am Dienstag. Und vielen Dank fürs Zuhören. Prost. Tschüss. Tschüss. Ciao.